So, auf los geht's los. Ich glaube, wir sind live. Herzlich willkommen auf Twitch, herzlich willkommen auf YouTube, wenn ihr das Replay guckt. Black Forest Poker, euer Kanal für RFID Home Games. Sonntagmorgen, unser Livestream. Mit ein wenig Verspätung, sage ich ganz ehrlich. Eigentlich wollten wir um 9 Uhr anfangen zum Frühstückspoker. Jetzt haben wir 10.08 Uhr. Aber ich bin froh, dass der Stream überhaupt läuft. Es gab nämlich wie immer technische Probleme. Egal, wir haben es hingekriegt, das Game läuft. Alles, was bisher passiert ist, habe ich natürlich aufgezeichnet. Ich glaube, 20 Hände haben die Leute schon gespielt. Unsere Jungs, unsere Runde heute. Die habe ich aufgezeichnet. Die Highlights davon gibt es wieder am Ende vom Replay. Wir steigen aber direkt ein in das Geschehen. Los geht's. So, da haben wir so unsere Runde. Seht ihr schon mal, wer alles am Tisch sitzt. Die üblichen Verdächtigen, Klaus, Birk, Menges heute dabei. Unser Top-Cheerer-Donator hat sich auch Sonntagmorgen an den Tisch geschwungen. Fantastisch. Dann haben wir Knut. Wir haben Cash and Bar auf der 8, der spielt heute. Dank Kevin, der heute den Dealer macht. Danke geht raus an Kevin. Hat Cash and Bar die Möglichkeit zu spielen. Vize auf der 1 und wir haben Baumeister auf der 2. Also einiges geboten heute. Ich schalte mal auf den Automatikmodus, mache euch mal den Table Sound ein bisschen lauter und dann gehen wir mal rein ins Poker. Hand Nummer 21, also 21 Hände sind gespielt. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat Knut bisher einen kleinen Kartenrun gehabt und den Tisch ein bisschen dominiert. Die Stacks deuten das auch an, dass Klaus und Knut hier vorne sind. Machen dann auch mal zeitnah eine kleine Stats-Pause, dass wir mal einen Überblick haben. Klassisch ist ja immer so, Pokerrunde, die ersten zwei Orbits sind die Spieler sehr aktiv und die Chips gehen rein in die Mitte. Die ersten zwei Orbits wurden auch ohne Cash and Bar und Dirk gespielt, die sich ein bisschen verspätet haben, beziehungsweise Cash and Bar hat noch für das Frühstück gesorgt, sodass wir jetzt quasi im dritten Orbit die volle Kapelle am Tisch haben. So, vier Spieler am Flop, 986 mit zwei Herz. Und der wird sicherlich dem Birk gefallen. Vize hier mit Top Pair. Birk spielt an. Ah, Birk improved auf dem Turn. Check. 9. 10. Ja, und check, check am River. Interessant. Ja. Da lässt der Birk wohl noch mal ein bisschen Value liegen mit seinem Flush. Aber gut, er hat es geschafft und hat die Hand gewonnen. War ja auch so halbwegs vorne. Ich helfe dem Dealer, wo ich kann. Genau, zu unseren PCs. Wir hatten ja vor Staffel 3, die jetzt aktuell läuft, mit Episode 2, ja einen neuen PC gebaut, um alles hier ein bisschen technisch zu vereinfachen und Videoqualität voranzubringen und. Hat aber leider zur Folge, dass noch nicht alles richtig eingerichtet ist. War gestern extra hier, habe alles aufgebaut, Probelauf gemacht, Start die PCs heute neu, Moderations-PC direkt mal abgestürzt, hat danach nicht mehr funktioniert. Jetzt höre ich gerade den Tisch total übersteuert. Im Stream ist der Sound normal, keine Ahnung, woran es liegt. Werde ich die Tage mal in Ruhe kontrollieren. Wir fokussieren uns jetzt auf das Pokerspiel und was die Spieler am Tisch hier fabrizieren. Ist auch viel interessanter als dieses technische Gebabbel. So, wir haben jetzt Vize im Small Blind. Das heißt, wenn der Vize gleich den Button hat, nach der Hand machen wir eine kurze Stats Break und dann schauen wir mal, wer vorne ist, wer im Brand ist, wer viel spielt, wer wenig spielt. Ich glaube, viel spielen tut der Knut. Der sieht nämlich schon gut gelaunt aus und wenn er im Plus ist, spielt er immer gerne. Wobei, wenn er Minus ist, dann spielt er auch gerne. Das hat er ja so an sich. Okay, drei Spieler, Board kommt runter. 10, 10, 2. Ah, Baumeister hier mit dem Treffer. Oh, von vorne hier anspielt, macht er auch. 50. Dirk mit den Overcards, callt hier und Knut mit dem Raise. Bomb, bitte. Ah, beste Hand folded.
Und die zweitbeste Hand foldet auch. Nice Hand, Knut. Ja, das sind ja völlig neue Plays, die der Knut hier auspackt. Gibt's ja gar nicht. Völlig neue Plays. Wahnsinn. Also, schauen wir uns mal die Stats an. Also Knut eine Lage, 2,5 Lagen im Plus, Klaus eine im Plus und hier haben wir Vietz und Baumeister, die schon ein bisschen abschenken mussten. Im V-Pip Birk gerade eingestiegen bei 80%, das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, auch wenn er noch mehr Hände spielt. Vietz, Baumeister, Menges, Knut, alle um die 50 und der Rest noch ein bisschen passiver. Am aggressivsten bisher der Vize Klaus Baumeister. Alles noch verhalten. Und Winrate ist natürlich der Knut vorne. Der hat 3-4 große Hände gewonnen. Deswegen ist er hier klar im Plus. Werden wir dann noch am Ende der Session sehen. So, weiter geht's. Wie sind wir denn? Ah, ich sehe gerade, die Alena ist im Chat. Servus, guten Morgen. Cool, dass du eingeschaltet hast. Auch wenn es verspätet ist, Hauptsache der Stream läuft und ich glaube, er läuft auch nicht schlecht. Optisch sieht zumindest mal gut aus. Ich spickel hier immer auf meinem Endgerät selber den Stream so ein bisschen mit als Kontrolle. Schaut aber gut aus. Hoffen mal, dass es so bleibt. Zwei Spieler. So, und ich bin auch mal gespannt, ob jetzt heute die Technik funktioniert, was das Kartenlesen angeht. Da haben wir ja auch noch mal einen Fehler entdeckt. Die Community Cards, also in der Mitte, genau die da. Da hatten wir einen Kabelbruch bei unserer Technik. Da lag ich nämlich gestern noch eine Stunde unter dem Tisch mit dem Lötkolben und habe da noch Kabel repariert. Bis jetzt, toi toi toi, scheint aber alles zu funktionieren. Hier interessanter Turn. Birk gegen Cash and Bar. Cash and Bar turnt hier Trips und Birk mit Top Pair. Cash and Bar hat ungefähr noch Pot Size behind. Also Pots sind 6,15 und er hat 6,55. Bin ich mal gespannt, was er jetzt setzen wird. 4,15. Zwei Drittel Pot. Birk callt hier mit seinem Top-Pair und da wird er auch noch den Rest kriegen. Oh, das Ass. Oh, was für eine Karte. Was für eine Karte. All in und Call. Oh, Bad Beat hier für Cash and Bar. Call. Und Full House gegen Full House. Full House gegen Full House. Birk nimmt Cash and Bar, unseren Waffelkönig. Heute mal gab es Waffeln vom Tisch, direkt hier in der zweiten Hand. Nice, da wird er sich freuen. Da wird er sich freuen. Sehr gut. Ja, schöne Action, also Bad Beat, in Anführungszeichen Bad Beat. Oh, unser Feature hat funktioniert. Alena hat es entdeckt. Gruß an den Tisch. Habt ihr gesehen, wird am Tisch angezeigt und wird auch am Tisch vorgesprochen. Hat funktioniert. Und man kann auch Emotes an den Tisch senden, habe ich auch bei den Kanalpunkten hinterlegt. Kannst du mal testen, Alena. Geht dann, wenn gedealt wird oder wenn gemischt wird, kann man diese Emotes schicken. Bad Beat wollte ich sagen. Zuerst hat er der Carlos ein Bad Beat verteilt am Turn, muss dann aber den Bad Beat selber einstecken am River. Ist gut für die Action, weil der Cash and Bar hat sich was vorgenommen. Wenn er schon am Tisch sitzt, dann will er auch spielen und ich glaube, so wird die Session auch laufen. Da können wir uns auf ein paar Hände freuen. So. Menges in mich auch. Du auch? Ja. Wie die Altphase. Naja, da fassen sie nochmal nach, die Spieler. Menges auch nochmal Chips nachgeladen, damit sie hier juckeln können. Jetzt ist so die erste Aufwärmphase ist vorbei und wenn dann mal zwei, drei Rebuys am Tisch sind, dann spielt sich's auch ein bisschen leichter. So, Kevin sortiert noch das Geschehen. Ja, er sortiert noch weiter das Geschehen. Also die nehmen jetzt wohl alle noch mal das Maximum, was sie kriegen können. Und dann können wir uns wirklich oder hoffentlich auf ein paar Hände freuen. Jeder noch einen.
müsste gerade reichen, ja, dass ich da nochmal. Da ist noch alle ungefähr gleich viel. So, haben sie es dann jetzt, die Herren da? Wer hat gleich viel? Alle haben der Schöpfung. Rebuys gemacht, weil sie gegen mich spielen wollen. Okay, also Kevin sagt, alle haben Rebuys gemacht. Und jetzt geht's, glaube ich, los. Dann würde ich eins nehmen. Zepter, Karas, bitte. Awoitza. Awoitza. Für dich? Ja. Awoitza. 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 Okay, also der Dealer wird versorgt mit Getränken, der Rest vom Tisch auch und dann kann es endlich losgehen. So, Hand Nummer 24. Jetzt haben wir es. Gucken wir mal, ob der Kevin jetzt hier den Handdurchschnitt ein bisschen vorantreiben kann. Nachdem der Anfang ja so ein bisschen zäh war aufgrund der technischen Probleme. Glaube ich, dass die Spieler sich jetzt so ein bisschen eingegroovt haben. Vielleicht müssen wir es in Zukunft wirklich so machen, dass die Spieler einfach losgelöst vom Stream einfach spielen, um den Spielfluss hier zu gewährleisten. Und ich steige dann irgendwann ein mit dem Stream. Müssen wir mal für die Zukunft so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, wäre dann auch vielleicht einfacher für die Spieler, dann wissen sie, wann sie dran sind. So, also, wir haben Straddle bei Mengis. Ein Cash and Bar, nachdem er gerade das All-In verloren hat, wird sicherlich einsteigen hier. Ja. Mit einem Min-Race, da hat er sich wohl verklickt. Baumeister am Button nur mit dem Call, mit König Dungel, das finde ich auch schon fast zu tight. Kann man hier gut nochmal raisen die Hand. Oh, der Flop ist natürlich ein Burner. Das liegt aber, glaube ich, an dem Netzwerk. Irgendwie. Achso, ja, das irgendwie steht, stand vorher auch mal da, eine Netzwerkverbindung zu langsam oder sowas. Hast du dein Getränk? Dankeschön, gut. So, Birk spielt hier von vorne an. Cash and Bar mit dem Open Ender und ist dabei. Baumeister bleibt dabei mit dem Top Pair. Turn ist hier eine Blank. Bin mal gespannt auf die Bet Size von Birk. Bleibt hier weiter auf dem Gaspedal. 1,55 ist auch eine sehr kleine Bet hier bei dem Pot. Kann man nicht vorstellen, dass da irgendeiner foldet. Cash and Bar kriegt er hier natürlich fantastische Odds. Und auch Baumeister mit dem Top-Pair wird hier nie folden. Gegenteil, er packt sogar einen Race aus. Ja, Birk auch hier nur mit dem Call. Und jetzt Cash and Bar kann er eigentlich gar nichts anderes machen, außer nochmal zu callen. Draht er immerhin auf die Nuts hier, open-ended. Wie viel hast du insgesamt hier? 30. Oh, dann viel bei dir. Januar ist eher schwierig, nicht einmal in München, aber das hast du dann zwei Wochen lang schon. Im Februar gibt es ja auch noch. Der River ist die Karo 2. Eine interessante Karte. Vector Flush kommt an. Und natürlich auch von Haushalt Birk. Der wird sich hier weiter gut fühlen. Nur mit dem Check der Birk. Ich glaube nicht, dass hier einer der Spieler noch setzen wird. Ja, was rede ich denn? Schon packt der Roland hier die Chips aus und nimmt sie in die Hand. So, Birk mit dem Race auf 15 und beide folden. Ah, auch guter Fold hier von Baumeister, der hier
nicht drauf anspringt. Check Raise am River, verdächtiges Play hier von Birk, aber zu Recht gewinnt er die Hand und zeigt auch stolz sein Full House. Nice Hand hier von Birk, nice Hand. So, ich sehe gerade, unsere Zuschauer werden so langsam wach. Der Weizenmick ist da, guten Morgen. Der Jens ist da, Brahmaroon. Grüßt euch, servus. Weizenmick haut gleich das Abo raus. Guter Mann, Mick. Tipptopp. Sehr gut. Also, wie gesagt, wir haben ein bisschen Verspätung gehabt. 9 Uhr sollte es anfangen. Die Technik hat mir den einen oder anderen Streich gespielt. Deswegen haben wir jetzt erst um 10 angefangen. Aber beste Kaffeezeit am Sonntagmorgen. Was gibt's denn Besseres? Können da reingucken. Nicht nur Kaffeezeit, auch Weizenzeit. Knut ist schon beim Kaltgetränk. Greift jetzt auch noch mal kurz nach. Vielleicht Weizenmick, ne? Die sind schon hier beim Frühshoppen. Sagen wir es mal so. Die Poker-Matinee kommt doch hier auf alle Fälle gut an. Ah, da wird hier auch gleich das Glas erhoben. Cash and Bar auch schon dabei und der Menges auch sehr gut. Also, die Runde ist gut drauf, merkt man. Es gab schon einige Rebuys, gibt schon einiges an Action und wollen wir hoffen, dass das so weitergeht. Der Weizenmick schreibt, ihr kleinen Pokerwürstle. Ja, das sehe zum Glück mal ich und nicht die Spieler am Tisch. Lass mal unkommentiert. So, ah, Brahmaroon haut auch noch ein Abo raus. Tipptopp, vielen Dank. Sehr gut. Ich bin ja ganz froh, dass die Alerts überhaupt funktionieren. So viel Chaos, ich sag's euch, echt alles schwierig momentan mit dieser Technik. Kannst du mal jetzt ein Ei schenken? Aber wir haben gute Aussichten, werden wir demnächst mal nochmal drauf eingehen, die Technik nochmal komplett umzustellen und dann wird hoffentlich alles besser. Dann müssen wir nicht jedes Mal auf- und abbauen. Da ist der Kardos gerade dran, dass wir mit den Räumlichkeiten hier vorankommen und dann wird das alles ein bisschen besser und einfacher. So, wir schauen uns Hand Nummer 25 an. Birk hat hier eröffnet und Menges mit der 3-Bet. Kriegt hier einen Call und der Flop kommt runter mit 2 Karo. Interessant. König hoch, das ist natürlich so das klassische Setup. Birk donkt hier rein. 1,50 und kriegt hier direkt einen Raise von Menges. 3,75, auch eher ein kleines Raise. Ist natürlich gecallt. Und da kommt auch direkt das Karo. Oh, das wird Menges nicht gefallen. Jetzt kommt es erst. Ja, was kann man da machen, dass das keine Ahnung, besser wird? Ich muss mal runter. Danke. Ja, Birk spielt hier klein an. Ja, muss der Menges natürlich callen jetzt bei dem Pot. Guck mal, was am River passiert. Noch ein Karo. Also jetzt wird der Menges nichts mehr callen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, auch wenn die Bet noch so klein ist. 3 ist die Bet. Ein Sechstel vom Pot. Da muss er einfach folden, der Menges. Nee, er callt. Ja. Und schlechte Nachrichten. Ja, war so billig, da musste einfach den Call auspacken. Da wollte er wissen, was Sache ist. Da werde ich noch 3 hinterher. Ja, da waren die Pot-Odds zu verlockend. Ja, Birk macht ja den nächsten Pot. Also anscheinend hat er heute auch so einen kleinen Kartenlauf. Hat er bei der letzten Session, glaube ich, abschenken müssen, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Das war ja noch die Episode 12 von der vorherigen Staffel. Da hat er nochmal abschenken müssen. Jetzt startet er aber ganz ordentlich in den Pokermorgen, auch wenn er verschlafen hat. Ne? Das hat er auch nochmal gesagt. 9 Uhr, halb 9 war Treffpunkt. Um halb 10 war der Birk da. Macht aber auch nichts, weil der Stream so spät losging. Von daher alles gut. Weiter geht's. Der sammelt. Hand Nummer 26. Pass auf. Der sammelt. Etiketten, nicht Weizenmick. Hallo. Weizenmick.
probiert gerne. Sehr gut. Also, das Grußfeature funktioniert hervorragend. Sehr gut. Wenn sogar der Mick die digitalen Kniffe jetzt hier rausfindet, dann scheint ja alles richtig zu sein und richtig zu funktionieren. Sehr gut, Mick. Also, wieder Straddle und Baumeister wieder mit so einem kleinen Mini-Race. Ich weiß nicht, ob die Spieler das mit dem Straddle nicht so richtig sehen, dass die immer so klein raisen pre-flop. Aber das führt natürlich dann zu solchen Pötten. Oh, der Vize sagt gerade, Alena krank. Alena, gute Besserung. Das Pokerprogramm soll dir helfen, und dir einen Geruse am Sonntagvormittag verschaffen. Ich hoffe, das trägt zur Genesung bei, wenn ich es mir kaum vorstellen kann, dass dieses Pokerspiel hilft in irgendeiner Art und Weise, aber vielleicht unterhält es einfach. So, was ist in der Hand eigentlich los? Knut gegen Birk am River, beide hier nur mit High Cards und Ass hoch gewinnt. Check, check. Die beiden Big Stacks spielen es hier runter, Friendly Poker. Ist die Frage, wie da überhaupt schon 89 in den Pot kommen am River, ohne dass irgendjemand was hat. Ein einziges Mysterium ist jetzt leider an mir vorübergegangen. Habe ich den Handverlauf etwas verpasst. Ja. Aber Knut dominiert hier weiter den Tisch. Der freut sich auch, gut gelaunt offensichtlich. Ja. Freut mich auch selber für den Knut, dass er hier mal ein bisschen positiv in die Session einsteigt. Beim letzten Mal hat er stark angefangen, aber dann auch ganz stark nachgelassen. Hoffen wir mal, dass er heute ein bisschen stabiler ist. Ja. Beim Pokalspiel schon heftig. Ja. Zumindest ist er konzentriert und in sich gekehrt. Vielleicht ist er auch noch einfach ein bisschen müde. Eieiei. Da muss ich eigentlich nochmal eine Großaufnahme draus machen, dass der Knut da fast wegnickt am Pokertisch. Aber gut, auch das gehört dazu. Sonntagmorgen sind die Leute halt noch nicht ganz so wach, noch nicht ganz so aufgeweckt und aufgeschlossen. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Roland sieht ganz frisch aus, muss ich hier sagen, auf Seed Nummer 2. Der macht einen guten Eindruck. Gib mir das Stichwort, Carlos, gib mir nicht das Stichwort. 75. So, Klaus hat es gecheckt, dass ein Straddle live ist. Erhöht hier auf eine vernünftige Größe, 75. Birk und Knut werden hier dabei bleiben. Also alle DFB-Pokalspiele. Na, von wegen, Knut erhöht nochmal. Und sowas wie Bayern oder Dortmund sind dann immer Top-Spiel. Ich weiß nicht, ob sie das machen, glaube ich. Ich glaube, das hat auch was beim DFB-Pokal damit zu tun, dass die Gastmannschaft genau, auch ja, Anteil beteiligt ist an den Umsätzen. Und die zwei Ligamannschaften haben es besonders nötig. Ja, und natürlich callen alle. Das Min-Race war wohl nicht so erschreckend. Jetzt gucken wir mal, ob die Taktik von Knut hier zum Erfolg führt. Normal ist diese 50-50-Regelung. Oftmals ist es auch so, dass der Bundesliga-Verein hier so einen Spieler hat. 18-8. Ja, hier mit dem Treffer. Ja, die Karten, ja. Knut auch mit dem Gutshot. Das ist normal immer das Signal für Knut weiterzusetzen. Macht er hier auch. Was geht mit der zweiten vom SC? 2,50 ist die Bet. Hoch, runter, hoch. Moment. Ne? Wow. Oh, das bisschen haben sie sich ja etabliert. Ja, ja, ja. Und Klaus wird im Leben nicht folgen. Da kennt er den Knut. Mhm. Ja, gut. Und Dirk auch hier mit dem Fold. Zwei Spieler. Turn is a blank. Guck mal, ob der Knut hier auf dem Gaspedal bleibt. Wie ich ihn kenne, checkt er jetzt. Man kennt ja seine Pappenheimer. Klaus wird wahrscheinlich behind checken. Ja, von wegen Banane. Klaus packt 9 aus. Große Bett hier. Schon die bloße Ankündigung. Ja, und Knut direkt mit dem Fold natürlich. Also hat er ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, der Klaus, aber nice hand. Den Pot macht er. Unser Routinier am Tisch. Klaus ja auch schon ewig dabei bei uns in der Runde. Laut eigener Aussage spielt er ja auch schon, ich weiß nicht wie viele Jahre Poker. Mindestens so lange wie der Mick.
Ja? Also mindestens 40 Jahre wird er schon gepokert. Oder der Uli oder wer auch immer, diese alten Recken da aus der Runde. Die spielen ja alle schon 100 Jahre Poker und dementsprechend weiß er auch, was er zu tun hat. Also Klaus gewinnt den nächsten Pot. Da muss ich mich mal kurz sortieren. Genau, Button ist beim Knut. Noch zwei Hände, dann machen wir den nächsten Zwischenstand. Und ich gucke hier mal ganz kurz meine ganzen PCs durch, die hier nebendran stehen. Schwenke ich euch mal kurz um. Hier ist ja alles voll mit Technik. Scheint alles stabil zu laufen. Also ich bin zufrieden und happy. Hätte nicht gedacht, dass ich das noch hinkriege. Aber wir haben es geschafft. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, wäre eine frische Waffel. Müssen wir nachher nochmal das Waffeleisen anschmeißen. Es gab nämlich aufgrund der Streamverzögerung für jeden eine frische oder zwei frische Waffeln. Hier, Carlos hat das Waffeleisen angeworfen. Tipptopp für einen Sonntagmorgen-Stream. So, weiter geht's hier mit der Runde. Sebo. Ah, das Sebo ist auch aufgewacht. Grüß dich. So, da werden sie langsam alle munter an den heimischen Empfangsgeräten. So, Cash and Bar versucht sich. Nächste Runde, nächster Anlauf. König hoch. Schauen wir, ob er hier eine Conti-Bet auspackt. Das macht er auch. Pot-Size Conti-Bet und Birk mit dem Fold. Ja, also den Pot kauft er sich mit 10 hoch und das zeigt er hier auch, dass er hier spielen will. Ja, Bluff mit der besten Hand kann er natürlich nicht wissen, aber ich glaube, Cash and Bar hat schon angekündigt, dass er die Spieler hier ein bisschen reizen will, ein bisschen locken will. Der wird ein paar Bluffs spielen und ein paar Bluffs auch zeigen. Kennt man ja vom Cash in Bar. Also müsste ich mich erst bei Prime Gaming das verknüpfen oder so. Du musst es einfach verknüpfen. An den Einstellungen. Ja, genau. Cash in Bar hat sich heute einiges vorgenommen. Hat schon die letzten Tage die letzten Tage, nachdem Kevin gesagt hat, er wird heute dealen und Cash in Bar kann spielen, hat er schon fabuliert von irgendwelchen großen Händen, die er gegen Baumeister spielen wird. 800 BB-Pötte, die ihm irgendwie dazu geschustert werden durch irgendwelche fantastischen River-Karten. Der Carlos hatte da ähnlich wie der Heckmann Träume von Poker-Händen und Poker-Ausgängen, die beim Cash and Bar aber eher in Gewinne führen und beim Heckmann eher in Albträume enden. Von daher, wir schauen mal, ob es so in Erfüllung geht, was der Cash and Bar sich hier vorstellt. Er hofft drauf, große Pötte zu spielen und vornehmlich gegen Baumeister. Gucken wir mal, jetzt kann er gleich mal schauen, ob da was passiert. Straddle und Doppelstraddle hier von Klaus und Birk. Knut limmt rein und Cash and Bar am Button. Zwei. Kann er gleich mal auf dem Gaspedal bleiben. Auf was? Auf was? 2,35. Auf die Limpa. Und Birk hier mit dem Big Stack. Ich denke, der wird hier weiter jede Hand spielen. Kann man nicht vorstellen, dass der hier irgendwas foldet. 7-6 ist da schon ganz klar bei ihm in der Calling Range. Ah, nur Knut ist vernünftig und foldet hier. Also wieder Heads Up. Auf das Heads Up können wir uns schon mal einstellen oder einschießen. Oh, nice Flop hier. König Junge 10. Also ja, kannst du jetzt schon kriegen. Gucken wir mal. Der Birk hier. Der Birk hier bluffen will. Du hast den ersten. Hat der durchgecheckt bis zum River oder was habt ihr jetzt gemacht? Ah, check, check. Cash and Bar checkt hier. Will dem Birk noch die Gelegenheit geben zu bluffen. Gucken wir mal, ob der drauf anspringt. Naja, machen wir einen schneller Check. Cash and Bar ist mit einer ganz kleinen Bet, will irgendwie noch Geld reinkriegen in den Pot, aber ja, Birk hat halt gar nichts, gar keine Outs und nichts. Kann hier nicht zum Bluff ansetzen. Schade für Cash and Bar, der hier die Nuts gefloppt hat. Trotzdem nice Hand. Ja, auf alle Fälle gut für die Action, dass die beiden sich schon so ein bisschen eingeschossen haben aufeinander. Und das ist sicherlich ein Duell, was wir noch ein paar Mal sehen werden im Stream.
Overacted. Guck mal, ich habe häufig nicht so. Overacted. Ich darf die so. Hand spielen. Ja. Ich glaube, beide echt auch nicht. Der Torst ist sehr zu wenig. Wenn der Kevin soweit ist, könnten wir eigentlich mal ganz kurz die Stats-Pause machen. Das mache ich jetzt an der Stelle auch. Also kurzer Überblick. Birk hier mit 3 Lagen im Plus, Knut mit 2,5 Lagen im Plus, Klaus im Plus. Und auf der Gegenseite haben wir Keschenbar, Vize mit 1 Lage, Menges mit 2 Lagen und Baumeister schon 4 Lagen in Miesen. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. VPIP, Birk, erwartungsgemäß der aktivste, der wird heute zwischen 80% und 90% landen. Hey, was war das jetzt, Holger? Und dann haben wir. Es waren nicht richtige Standings, glaube ich. Halb Standing. Es waren so halbe. So halbe? Standings. Warte, halt. Standings. So viel zum VPIP, PFR. Kurz grünen war wieder weg. Ich warte jetzt einfach bis. Genau, Kevin, wartest du ganz kurz. PFR, Carlos steigt hier ein als aggressivster Spieler. Ich halte es auch ganz kurz. Vize und Klaus und Birkules auch aggressiv. Und Knut und Menges sind die passivsten. Winrate ist Knut natürlich noch ganz weit vorne als Chipleader. Und Birk und der Rest, ja, ganz normal. Also, so viel dazu. Machen wir mal direkt weiter, dass der Kevin hier auch nicht mehr so irritiert ist. So, jetzt geht's weiter. Okay. Nicht spielen. Also, ich hab dir gesagt, am besten folden. Wie, es geht all in, Philipp, ich sag's dir. Also, eigentlich bist du der das in der Hand hat. Wow. Wow. Sehe schon vor mir. Die Flops sind heute wirklich. Ding, 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 ding. Und wieder das. Oh, der Pokerfisch ist da, oder was? Gibt's doch gar nicht, da gucken sie alle zu. Pokerfischi hat 100 Bits. Sehr gut, Fischi, danke. Gucken sie alle heimlich zu, die ganzen Spieler. Heieiei. Wollen sich auch mal hier ein paar Taktikkniffe abholen am Sonntagmorgen. So, wir gucken uns Hand Nummer 30 an. Ass 2, 3. Und noch eine 3. Ja, Birk und Menges hier mit den Treffern. Schauen wir mal, was sie draus machen. Birk erfahrungsgemäß eher ein setzender Spieler. Macht er hier auch. Menges mit dem überlegten Call. Macht Sinn. Ich werde der Kerle. River mit der 10. Ja, gerne blank. 2, 10. 2, 10. Ja. Oh la la, 2-10. Das geht ja noch. Das geht noch. Das ist ja schon in der Range drin. Call ich mal auf den Split. Auf meine 2-10. Ah, das ist sehr gut. Oh. Ja, da freut er sich der Menge. Es macht aber einen Pott. Nachdem er vorhin vom Birk mit dem Flush weggesackt wurde, macht er alles richtig und ist gut gelaunt. Also nice Hand hier von Menges. Stimmt, könnte ich eigentlich mal machen hier. So spielt man Poker. Mal abfuelen. Also, nice Hand. Menges gewinnt eine Hand. Ich nutze jetzt mal die Chance, weil ich ja jetzt hier schon seit 2 Stunden am Rotieren und Machen und Tun bin und noch gar nichts getrunken habe, zur Rubrik des Tages. Wer es noch nicht kennt, Kevin gibt mir jedes Mal oder bringt mir jedes Mal ein Überraschungsgetränk mit, das ich hier live im Stream verkoste. Heute ist das Getränk des Tages eine hervorragende Coca-Cola Zero Sugar Oreo Limited Edition Flavor, null Zucker, no calories, fizzy cookie flavored. Danke Kevin dafür. Mhm. Die war auch mal kalt, dadurch, dass ich jetzt 2 Stunden gebraucht habe, ist die jetzt, naja, sagen wir mal so ein bisschen klamm. Ich werde es jetzt aber trotzdem gleich mal degustieren. Und meine Freude darüber mit euch teilen. Zum Wohl. Ist es eingegeben oder ist es immer noch? Ja. Jetzt kannst du. Hast du vorher Hand drin? Voller Feuer. Ah, ja, super. Voller Feuer. Dachte, das wonach schmeckt denn das? Riesig. Mm. Ich bin für nichts. Boah. Cold. Boah, mache ich gerade mal das Bild aus. Es schmeckt ja ekelhaft.
Das schmeckt nach Coke Zero mit so einem penetrant künstlichen Vanillearoma. Wäre eigentlich was für ein Menges. Der kommt nämlich gerade hier ums Eck. Also das kann ich wirklich auch niemandem empfehlen. Ist nicht so schlimm wie die anderen Dinge, die ich als trinken muss vom Kevin. Mach mich mal ganz kurz hier ins Bild. Also nochmal für alle hier. Coke Zero mit Oreo Flavor. Ist bei weitem nicht so schlimm wie die anderen Sachen, die ich als trinken muss. Ist aber, obwohl es Zero Sugar ist, pappsüß, brutal süß. Also da ist wahrscheinlich die Hälfte Stevia oder irgendwas. Und es hat so nur beim Antrinken, sagt man ja so beim Degustieren, ne? Ja, genau. Luft, ja, danke. Beim Antrinken hat es so eine künstliche Vanillenote, die aber sofort weg ist. Boah, ist ja furchtbar. Und danach schmeckt es einfach nach nichts außer nach Zucker. Also schmeckt nur am Anfang eine Millisekunde nach Vanille und dann ist geschmackslos. Ja, zu allem Überfluss habe ich jetzt die ganze Hand verpasst. Kevin, wenn du das Replay siehst, vielen Dank dafür. Es hätte schlimmer sein können, aber es ist trotzdem furchtbar. Danke, Kevin. Genau, also wenn ihr dieses Getränk im Regal seht, einfach weiterlaufen. Weiterlaufen und ins nächste Regal, da steht bestimmt ein kaltes Bier. Holt euch das, da habt ihr mehr von. Lenkers, willst du mal probieren? Nee, danke. Nee, okay, alles klar, schade. Ja gut, danke Kevin. Jetzt habe ich die Hand verpasst. Vize hat, glaube ich, ein Set gehabt, den Pott hier gemacht, aber da gab es auch nicht viel Gegenwehr. Von daher, nice Hand, Vize. Ohne es gesehen zu haben, muss ich mir selber im Replay angucken. Furchtbar. So, weiter geht's. So, also, kurzer Taktik-Talk hier mit Menges. Der hat sich verabschiedet. Ich gucke jetzt mal wieder dem Pokerspiel zu. Birk weiter in der Action. Hier gegen Knut. Und sonst, Roland, was geht im Münstertal? Tiefer Herbst schon? Oder? Birk hier mit der Bett am Flop. Knut natürlich mit dem Call. Baustelle. Kran ist noch eine 2. Ändert nichts. Genau zwischen Staufen und Münstertal. Eine halbe Stunde dazu rechnen. Mit Ampel schalten wir. Eben die Ampel schalten. Ja, Knut hier mit dem schnellen Call. Wenig Ausweichmöglichkeiten. Und der Turn ist ein Junge. Auch eine ziemliche Blank. Gucken wir mal, ob da jetzt noch irgendwas passiert. Ob der Birk hier noch eine dritte Bullet raushaut. Macht er. 3x1,50 setzt der Birk hier. Interessante Setzstrategie. Und Knut auch interessant mit dem Race, nachdem das Herz ankommt. Ja, muss man auch nicht so ganz verstehen. Ja, also aus der Hand muss man nicht schlau werden. Birk donkt hier einfach 3x1,50 rein, anstatt hier mal richtig seine Bet-Sizes anzupassen, dem Pot. Und Knut dann mit dem Min-Raise am River, wo eigentlich genau die fürchterliche Todeskarte ankommt, das Herz. In dem Fall ist es gut gegangen und da kann man eigentlich nur sagen, wer die Hand gewinnt, hat recht. Und von daher, ich hätte es fast gesagt, nice hand, aber naja. Es sei dem Knut gegönnt, nimm noch einen Schluck, Knut. Ja. Menge sagt gerade, dem Knut sei es nicht gegönnt. Doch, doch, auch dem Knut ist es gegönnt. Wer die Hand gewinnt, hat immer recht. So. Jetzt lehne ich mich mal hier ein bisschen entspannter zurück als Kommentator. Wir haben ja hier so Barstühle da, und hier so Mikrofonarm, da kann man sich auch mal entspannt zurücklehnen und das Ganze ein bisschen aus der Sofa-Perspektive betrachten. Jetzt, nachdem die Technik läuft, hervorragend. So, kurzer Polizeieinsatz. Ich hoffe, das kommt nicht so laut rüber. Wir haben die Fenster geschlossen.
Ich hoffe überhaupt, der Sound ist in Ordnung für euch. Ich habe das jetzt nur am Handy abhören können. Ich glaube aber, es passt alles soweit. Ich call mal. Fettfinger. So, nehme ich gerade nochmal so einen Schluck von diesem Oreo-Getränk. Also das ist wirklich schwach, dieses Oreo-Ding. Das schmeckt einfach nur süß. Manchmal machst du den. Also Coke Zero schmeckt besser als dieses Ding. Jetzt stehen ja die meisten Spieler eher links am Tisch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dort einer gewinnt, ist höher. Das mache ich, glaube ich, immer links. Ganz warm bei dir. Ich vergesse, dass es eigentlich kalt ist. So, wir haben in Hand Nummer 33 vier Spieler. 10. Und dann Cole und dann Morning. Knut setzt dann hier. 5 Euro oder 6 Euro. Baumeister mit dem Overpair. Zum Callen. 9. Das steht hier. Ja, das kommt hin. Brauchst du einen genauen Count? Na, ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, alles nur ein bisschen Show hier vom Knut. Ich habe gelernt, dass man das gar nicht machen muss, gell? Wenn jemand einen Count will, muss er das selber abschätzen. Ich gehe erstmal pissen. Hast du das bei uns genommen? Ich gehe erstmal pissen. Okay, das ist auch mal ein Statement. Spieler geht auf und verabschiedet sich aufs stille Örtchen. Also klare Geste hier vom Knut. Er will den Pott nicht weiterspielen. Man könnte fast sagen, es ist ihm zuwider, diese Hand weiterzuspielen. Knut verlässt einfach den Tisch. Starke Aktion. Fast schon die Aktion des Morgens. Ne? Einfach aufstehen. Ich gehe aufs Klo. Tschüss. Sehr gut, Knut. Nice. Ja, ansonsten muntere Runde, erwartungsgemäß spielfreudig, kann ich jetzt hier mal so als erstes Zwischenfazit resümieren. Ja, gerade nach einem passenden Verb gesucht. Die Spieler sind aktiv. Dass Birk viele Hände spielen wird, war klar. Birk kennt man. Cashin Bar wird viele Hände spielen. Und Knut, der auch gut gestartet ist, die ersten 20 Hände im Plus, spielt auch viele Hände. Von daher kann man sich schon mal darauf einstellen, dass hier viel gespielt wird, dass die Spieler dabei bleiben und einiges sehen wollen. So, bis der Kevin jetzt hier gedealt hat, schalte ich mal um auf die Totale. Ja. Das, was ich zähle, war Cash Game. Weil das sieht man ja öfter mal, ne? Dass der Pott geöffnet wird. Genau. Das darfst du ja nicht selber machen. So, und genau. Weiter geht's. Das muss so, der Dealer eingreifen. Der Dealer muss dafür sorgen, Hand Nummer 34. Dass alle sichtbar sind. Ja. Das ist dein Bedarf. Ja. Das muss er ja sogar, oder? Auch muss er, ja. Das heißt, muss er mal. Oh, jetzt interessant. Die Konstellation: Vize mit dem Straddle, Klaus limmt rein und Birk erhöht nur. Ah, Jens. Ja. Sehr gut, Kevin. Eigentlich hier sitzen am Tisch heute. Krank drauf, ne? Krank gemeldet, ja. Mit Schein oder aus, ohne? Aus dem Urlaub. Aus dem Urlaub habe ich noch nicht bekommen. Aus dem Urlaub zurückgekommen und direkt krank. Ja, das sind mir die Liebsten. Das sind die Allerliebsten. Ja, ja. Aus dem Urlaub kommen und direkt krank. Und dann noch vom Hälfte Urlaub auch noch einreichen krank. Ja, genau. Gleich wieder neuen Urlaub einreichen. So macht er das halt. Ja? Der hat eigentlich das ganze Jahr Urlaub. Das ist gut, ja. Ja, also Jens Bramaroon hätte heute eigentlich spielen sollen. Leider erkrankt. Merkst schon, kommt gut an am Tisch. Aber alles nur Spaß. So, Dream Puffin ist auch da. Haut ein Abo raus. Sehr gut. Dankeschön. So, jetzt habe ich die Action aber leider verpasst. Birk hatte hier nur ganz klein erhöht, Preflop. Alle Spieler haben natürlich gecallt und Junge 8-4 kommt das Board runter. Und da ist für jeden was dabei. Birk auch wieder nur mit einer kleinen Mini-Bet hier am Flop. 1,50. Ja, dünnt das Feld aber doch ordentlich aus. Vize bleibt dabei mit seinem Treffer. Und der zweite Junge. Okay. Verändert nichts. Check. 13. Ja, jetzt erhöht der Birk mal die Schlagzahl. Jeden Tag. Ja, also. 2,10 ist aber auch eine kleine Bet. Vize mit dem Treffer und der König. Ja, eigentlich eine Blank. Ob der Birk hier noch was vom Vize kriegt. 2,50 ist die Bet. Und schneller Call hier.
Aces, nice hand. Ja, ob es jetzt hier das Maximum ist, was der Birk kriegt über drei Setzrunden, ja, weiß ich nicht. Hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, wenn er da ein bisschen aggressiver oder ein bisschen größer setzt. Aber zumindest kriegt er hier von 8,5 dreimal Value. So sagt man es ja im Poker. Value, also Auszahlung. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Und das liegt ganz sicherlich auch zum größten Teil am Image von Birk, der hier eigentlich mit jeder Hand ähnlich spielt und so klein setzt. Da sehe ich eigentlich den Vize auch ganz klar hier in der Pflicht zu callen dreimal mit dem Treffer. Wird schwierig da einfach zu folden, der Treffer-Achter. So oder so, nice Hand hier von Birk. So spielt man Poker. Und die Asse, best hand ever created, wie man so schön sagt, halten hier. Von daher sei es ihm gegönnt. Weiter geht's mit Hand Nummer 35. Also wird schon einiges gespielt an Händen. Die ersten 20 ja, wie gesagt, nicht im Stream zu sehen. Wir werden die, oder ich werde die dann nochmal zurechtschneiden. Ich hoffe, die Aufnahme hat richtig funktioniert. Und dann nochmal die Highlights hinten dran setzen. Was meinst du? Freiburg? Die Baseballer? Nice. Ah, der Maroon schreibt gerade, er sieht Kevin ja morgen. Da gibt es dann Retour, ja. Finde ich gut, Maroon. Gib ihm nur, ja. Ich bin draußen. So, ganz gib toll. Ihm nur. Super Performance von dir. Es fängt immer ab vom Dealer. Ich habe schon so gute Karten gegeben. So, 5 Spieler. 6, 4, 3. Check out. Ja, alle checken. Noch eine 6. Ja, also wirklich nichts dabei. So, und jetzt kommt die 7 am River. Ja, Menge spielt ja nochmal an. Gucken wir mal, ob jemand hier willens ist, was zu zahlen. Klaus mit dem Ass hoch. Nee. Birk, ein König. Ja, was? Ich bin erschüttert. Wieso callt er denn da? Was ist denn das? Das ist ja unfassbar. Wieso callt er denn da? Eieiei. Also das, der Call war auch eher aus, ja, weiß ich nicht, so Mitleidscall war das doch mit König hoch. Weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll. Also, ja, egal, für Menges ist Maximum rausgeholt hier mit 10-7. Alle Spieler checken durch und ja, den Euro nimmt er einfach mal mit, kann man ja machen. Also, das sind so Hände, die passieren einfach am Pokertisch, die laufen einfach durch. Die muss man dann so über sich ergehen lassen. Kennt ja jeder, der schon mal gepokert hat. Schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Hände mit größeren Pötten und ein bisschen mehr Gegenwehr oder ambitionierten Plays hier sehen können. Er fantasiert dich. Was ist das? Hightech? Ich bin Hightech. Du bist Hightech. Okay. Aus den 70ern vielleicht. Zurück in die Zukunft. Ja, 74, um es genau zu sagen. Ja, wieso? Bisschen her, ne? Stark. Stark, stark. Gute. Ich habe wieder so eine Tagesschau oder so gesehen, so alte, wo sie dann so ein Personal PC vorgestellt haben mit irgendwie 2 Megabyte irgendwas. Ja, ganz ja. Das, hey. So, das scheint auch so eine Limper-Runde zu werden. Also die Action-Kurve ist deutlich abgeflacht. Wir haben Straddle und Doppelstraddle und der Rest limpt hier nur rein. 6 Spieler. Astkönig 5. Das könnte auch ein bisschen Spannung bringen. Wir haben Baumeister hier mit dem Two-Pair. Wir haben Menges mit Top-Pair und Flush-Draw. Wir haben Vize, also da ist schon einiges geboten. Schauen wir mal, wie die Setzreihenfolge ist. Birk mit dem Gutshot, donkt hier rein. Auch relativ klein. Ja, kommt direkt das Raise hier von Menges. Knut callt hier mit Top-Pair. Und jetzt Baumeister mit Two-Pair. Der wird hier, wenn dann jetzt, groß raisen. Ah, gegen so viele Spieler natürlich jetzt kein einfacher Spot nach Bet on Raise. Live-Band noch? Ja, ja,
Ich nehme dabei nochmal einen Schluck von dieser hervorragend schlechten Coke Zero. Einfach nur, weil ich es off gemacht habe. Ach, wirklich furchtbar. Wirklich furchtbar. Oh, und nicht nur ein großes Raise, ein maximal großes Raise, all in. Natürlich interessant jetzt die Setzgröße. Die Kindersendung, 1, 2 oder 3, mit diesen 17. Ja, die zeigt es jetzt hier an. Soll ich den drei Lichttafeln da? Ja, die Kinder warum hat er nicht auch mal für Kinder dieses. Wo so Kinder gesungen haben, oder? Ja, ja. Die stimmt nicht ganz. Stolz war. Ja, ja. Also hat er mehrere eher Kinder. Aber ich zähle mal ausnahmsweise. Showmaster war das auch nicht ganz. Diverse Abendsendungen. Ja, Menges hat jetzt dann eine große Entscheidung. Das sieht man ja auch in den Prozenten. Top Hair und Flush Draw. Ist die Hand eigentlich nicht foldbar? Im Gegenteil, er ist sogar Favorit. Das war jetzt regelmäßiges. Fast 14. Wisst ihr, wer gestorben ist vor zwei Wochen? Drin, das sind aber 20, oder? Ich weiß nicht, wie er mit vorne heißt. Michael Schwarze. Ja, also 1460. In der Sportschau. Ich weiß nicht ganz, wie das zustande kommt. Oh, das vielleicht habe ich vergessen, einen Call zu drücken oder sowas. Michael Schwarz. Oder halt meine 4-3. Ja, 20. Das kennst du auch. Das ist ein bekannter. Das ist, glaube ich, das Tor des Monats. Passt, wenn ich vergesse, Call zu drücken oder sowas. Ich glaube, Michael Schwarz. Ja, also 14 muss er hier nachlegen. Der Call sucht gerade aber quasi auf. Drei sind jetzt zu viel im Pot angezeigt. Aber ein Fulls. Geht eigentlich nicht. Also, wenn du die einmal hörst, also selbst gegen Set hat er immer noch seinen Flush-Draw, der live ist. Und ja, ist die Frage, kann man ihn hier auf 2-Pair setzen? Gibt es eigentlich nur Ass 5 oder Ass König? König 5 unwahrscheinlich, aber genau das ist die Hand, die der Baumeister hier hält. Kennt ihr Michael Schwarz? Oder kennst du Michael Schwarz? Der ist in der Hand. Michael, was? Schwarze. Ja. Der Sportschau-Moderator. Kann nichts mehr machen. Der ist Tor des Monats. Und er callt. Er callt. Trifft hier die Entscheidung. Du callst. Ja. Und was der Knut jetzt will, weiß ich auch nicht. Du trinkst. Also Knut. Trink nochmal einen Schluck und dann einfach folden. Was gibt's denn da jetzt zu überlegen nach der Action, Knut? Zieh mich zurück. Ja, das würde ich aber auch sagen. Also. Nice Hand, großer Pot. Was jetzt? Entscheid du. Komm, wir können mal machen. Oh, da ist für jeden was geboten, genau. Einmal. Okay. Nice Hand. Also, Baumeister will nur einmal spielen. Bin ich gespannt, was der Kevin hier auspackt. Kommt der Turn. Die 8. Oh, 2-Pair hier für Menges. Gute Karte. Gute Karte hier für Menges. Nicht mehr viele Outs hier für Baumeister. Pick 3 kommt dann auch noch zur Vervollständigung. Also, Menges gewinnt, macht den Flush, macht das bessere 2-Pair. Die Outs kommen voll an. Ist dieselbe Hand quasi wie Set. Ne, für ihn halt. Für ihn. Set. Nee, weil ich habe noch die 8er. Genau, ich habe noch mehr Outs. Ja, wird jetzt nochmal kurz hier geklärt oder besprochen eben. Hat er ein Set, hat er kein Set, hat er 2-Pairs? War wohl Gedanke bei Menges. Aber auf alle Fälle nice Hand. Menges hier mit einem Riesenpot. Vierter Big Blinds, kann man da nur sagen. Nice Hand, hat er richtig gespielt. Sachlich richtig, Menges. Sehr gut, hast du gut gemacht. Glückwunsch. Nice Hand, so spielt man Poker. Ist die Frage, ob man hier ein Fold finden kann. Eben war ja Thema am Tisch oder ist gerade Thema am Tisch, wenn der Gegner hier das Set hält. Ist ein 2-Pair überhaupt möglich mit König 5? Ist die 8 live? Gut, gegen Ass 5 hat er auch noch die 8. Ja, also eigentlich Set 5er ist die einzige Hand, vor der der Menges wirklich hier effektiv Angst haben muss. Gegen andere 2-Pairs, Ass 5, Ass
Ich habe mich immer mit oben unten. X oder kleinere Flush Draws oder Combo Draws, Dame, Junge in Pick. Hat er alle Chancen der Welt. Das Einzige sind die Fünfer. Und da hat er Menges vor Angst gehabt. Auf der anderen Seite, wenn der Roland oder der Baumeister so groß hier raised, ist es dann das Set? Würde er da nichts kleiner raisen, um den Gegner im Pot zu halten? Man weiß es nicht. Gibt viele Überlegungen. Auf alle Fälle ein Fold sehe ich hier auch nicht mit Top Pair und Flush Draw. Ja, klar hat der Gegner mal ein Set, aber in der Regel hat er da immer seine 50%. Und es kam ja auch an, also von daher Menges alles richtig gemacht, Daumen hoch und ja, mit dem Geld, ja, mit dem Geld. Genau, gönn dir. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Baumeister wird auf alle Fälle nochmal nachfassen, der ist noch nicht zu Ende mit dem Pokermittag, kann ich mir nicht vorstellen. War aber auf alle Fälle eine spannende Hand. Und der Baumeister hat ja jetzt noch alle Möglichkeiten, sich hier zu kämpfen in der Session, auch wenn er jetzt ein bisschen hinten dran ist. Der Grundmann hat drin nochmal mit 2 und meine 2 und dann 12 ist natürlich anders, als wenn es 25 wären. Ich habe ein Set gegeben. Ja, da sagt das auch nochmal. So, und wieder Doppelzettel, also die Spieler sind dran interessiert, hier die Action voranzutreiben, auch mit marginalen Händen. Ich bin dran interessiert, dieses Getränk hier voranzutreiben oder runterzuwürgen. Also wirklich, Kevin, furchtbar. Das Einzige, muss ich jetzt nochmal ganz kurz hier einblenden, das Einzige, was positiv an diesem Getränk ist, es ist nur eine 0,25er Dose. Aber selbst die ist eine Herausforderung, hier leer zu trinken. Also das ist wirklich eine Pampe hier. Egal, ich trinke es jetzt einfach leer und dann hole ich mir was Gescheites zu trinken. Ah, check. Check. Alles macht was. 95. Es kommt langsam Musik da rein.
So, der Moderator ist zurück. Und ich komme, glaube ich, keine Sekunde zu spät. Große Action am Tisch. Schauen wir mal, was geboten wird. Cash and Bar hier mit der großen Bet am Flop, mit dem großen Race und Knut hier mit Pair plus Chance auf Straße. Schauen wir mal, wie Knut sich entscheidet. Entscheidet sich für den Call, interessant. Was jetzt los bei euch? Vielleicht guckt er sich auch jetzt direkt an. Und der Turn ist die 9. Aha. Wird es Cash and Bar nicht davon abhalten, hier weiter zu feuern und weiter zu setzen? Ah, ich sehe gerade, Steffi und Wurzer und Anhang sind gerade vor die Endgeräte getreten und haben eingeschaltet. Grüß euch, hallo. Gehst du mit nächstes Jahr nach Vegas? Jetzt gucken wir aber erstmal die Hand hier. Knut mit dem Check und Cash and Bar. Wird jetzt auf alle Fälle nochmal setzen. Kann man nicht vorstellen, dass der hier nochmal checkt oder dass so, der hier behind checkt. 2000 und schon rechnen, also als Grundkosten. Ja, geht all in. Packt dir die große Keule aus. Aber hat auch nur ungefähr so viel wie im Pot hinten dran. Und Knut foldet hier. Schnelle Entscheidung von Knut. Also 1, 5 bis 2, je nachdem. Nach vorne. Ja, und wird das ihm zeigen? Zeigt das ihm nicht? Nee. Letzte Karte, bitte. Also, ich gebe nochmal den Wunsch nach der letzten Karte. Der möchte das nochmal sehen. Du musst dann schon auch gucken, dass du viel spielst und guckst, dass du es reinkriegst und so. GG. Ja. So, jetzt müsste der Kevin noch in die Dealen-Runde schalten, dann kann ich die Stats machen. Macht er hier. Also, schauen wir uns den Zwischenstand an. Wer ist vorne, wer ist hinten? Birk mit 2 Lagen im Plus, Knut 1,5 Lagen im Plus, Klaus 1,5 Lagen im Plus, Menges nach der tollen Hand gerade gegen Baumeister im Plus. Cash and Bar, Vize, leichte Minus und Baumeister bisher nicht vom Glück gesegnet. Also der ist 5 Lagen hinten dran. VPIP, wer spielt die meisten Hände? Da ist natürlich Birk mit 88% ganz weit vorne, uneinholbar quasi. Das war aber auch klar, Birk spielt immer gerne und viel. PFR, Cash and Bar, der aggressivste Spieler, auch das war erwartbar. Menges noch ein bisschen, verhalten. Und die Winrate ist Knut immer noch vorne. Ja. Ist aber noch nicht so aussagekräftig, weil das ja von der Pot-Size abhängig ist. So, weiter geht's. Nächste Hand. Das gibt's auch, wenn du es direkt im Mund schüttest. Okay, also jetzt hier mit Kamera. Gruß geht raus an Steffi und Wurzer und die Verwandtschaft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So sieht es aus, wenn wir hier streamen. Na, seht das mal. Der Papa von der Steffi hat das ja gestern von. Live im Fernsehen auf den Empfangsgeräten. Meine Wenigkeit, gestern noch beim Wurzer am Esstisch. Das starke Spiel vom SC bewundert. Danke nochmal dafür, Wurzer, dass wir das angeguckt haben. Danke nochmal, dass wir die ersten 17 Minuten das Gladbach-Spiel irrtümlicherweise angeguckt haben und nicht das SC-Spiel. Und danke, dass wir dann uns den Gang ins Stadion erspart haben, war ja Fußball gestern. Gott sei Dank. Genau, so sieht es aus, wenn ich nicht da sitze, sondern hier sitze und wenn wir Poker spielen und streamen. Ich muss dahin zeigen, da ist das Bild. Also ab ins Vollbild. So sieht die Action aus. 2-0-5. So, und wir haben hier Klaus mit der Starthand am Button. Erhöht hier auf 2,05. Baumeister überlegt hier, wie er die Hand weiterspielt. Fold ist keine Option hier für Baumeister. Findet den Call. Wenn es geil wäre, Karlsruhe der erste Lieber wäre. Das wäre geil, ja. So, jetzt bin ich gespannt aufs Board. Oh, König 10-10 mit 2 Herz. Natürlich ein starker Flop hier, den der Kevin hier raushaut. So sind die Bahnen. Der könnte für einen großen Pot sorgen. Ja, Baumeister mit dem Check. Die Leverkusener bräuchten ja erstmal Ultras, damit die jemand hassen können. Gucken, ob der Klaus jetzt hier setzt. Wer so stark floppt, der braucht eigentlich nicht zu setzen. Ja, Klaus auch mit dem Check, macht er gut. Im Turn ist die 2. Könnte den Baumeister verleiten, was zu setzen. Nee,
aber ähnlich mehr fällt. Ähnlich schlimm, ne? Mehr fällt, aber kann es nicht dieses Monheim, das ist so. Monheim ist echt. Ja, ja, sieht auch so aus, als würde er das tun. Gleich gibt dann Gegner hier so eine Hand wie Ass Dame, Ass Junge und er sieht sich hier mit der 2 vorne. Auf den Punkt, weißt du, das Beste von allen. Ja, genau. Klaus auch nur mit dem Call, der alte Fuchs. Jetzt ein Herz, jetzt ein Herz. Nein, da kommt der 8, schade. Also da wird dann wahrscheinlich nicht mehr viel gehen. Ein Herz wäre natürlich super gewesen. Dann wäre hier die Action noch mal ein bisschen eskaliert. Gucken wir mal, ob Baumeister hier noch mal eine Bett auspackt. Nee, ich glaube, ja, der Baumeister wird hier Check Call spielen. Klaus setzt hier noch mal, versucht noch irgendwie Geld in den Pott reinzukriegen. Ja, aber da kann er nichts mehr machen, kann er nichts mehr reißen. Schade für Klaus, der hier so gut floppt. Also hat der Kevin eigentlich super vorbereitet, die Hand, aber ja, leider kommt es nicht zum großen Pott. So, ich hatte ja das Vergnügen, dieses furchtbare Coca-Cola Zero Oreo Getränk trinken zu müssen von Kevin. Habe ich jetzt endlich geschafft und danach kann ich mich dann jetzt auch belohnen und trinke jetzt endlich ein hopfenartiges Kaltgetränk. Haben wir uns verdient. Hefeweizen, bei mir gibt es jetzt ein König Ludwig. Ein Klassiker. Also kann ich auch nur empfehlen. Freunde des Hefeweizens trinke ich wirklich gerne. Und das wird mir jetzt gute Dienste tun und vor allem dieses Coca-Cola Zero Oreo Geschmacksprofil aus meinem Gedächtnis löschen. Zum Wohle! Sehr gut. Das hilft mir doch weiter. So, dann halte ich noch mal ein paar Hände durch. Weiter geht's mit der Poker-Action. Bin auch schon so ein bisschen heiser. Irgendwie auch so ein bisschen nasal. Das Kaltgetränk wird hoffentlich meine Stimmbänder wieder aktivieren. Geht so. Der wohnt aber auch direkt eine Straße weiter. Ja, okay. 61. Klar. Der war vor einem Jahr oder so. Der geht auch immer wieder auf die Hütte, weißt du? So, dieses Jahr habe ich die Platin-Karte. Ja. Da kriegst du bestimmt auch den. Was heißt das jetzt, Olli? Das heißt, ich hole eine Kiste mehr. Okay. Jo. Was macht die Kamera hier für Sachen? Ich sehe hier gerade einen Blauschimmer, als ob wir da einen Wassertropfen auf der Linse haben. Da muss ich gleich mal reingehen und gucken. Ich bin fast 15 Jahre da und kauft halt nur dort Getränke, Wasser und. Wasser auch. Geht es da bei denen? Ja, der wohnt direkt an der Brücke vorne an dem Eckhaus. Cola auch. Coca-Cola haben sie so ein paar. Ja, direkt am Haus. Ja, direkt am Eckhaus von der Brücke, wo der ist. Ich glaube, das ist eine Lichtbrechung, wenn ich das so richtig sehe. Die haben ja das Fenster offen. Hier hinten, ich blende es gerade mal ein, da hinten, wo es so hell ist, da ist das Fenster offen, damit die hier lüften. Und dementsprechend hat man jetzt wahrscheinlich eine kurze Reflexion. Ich wollte gerade sagen, da der dauernd auch im Stadion ist. Birks Karten sieht man nicht. Pauli wird nicht leicht heute. Hab eine Dauerkarte. Das könnte auch. Das könnte auch in die andere Richtung gehen, hab ich gesagt. Also ich hatte auch kein gutes Gefühl, muss ich sagen, aber so richtig, also... Dann sagen wir, so ist beim S ja gefühlt immer so gegen die schwächeren Mannschaften. Okay, also ich gehe nochmal kurz rein und mache den Rollladen runter, dass die Lichtverhältnisse ein bisschen klar sind und dann bin ich gleich wieder bei euch. So, ich habe wieder für klare Verhältnisse gesorgt drin. Der Weizenmick schreibt im Chat, es geht doch nichts über ein geiles Weizen. Mit 2 Ausrufezeichen. Jawohl, Mick. Sehr gut, 2 Ausrufezeichen. Zum Wohle. Das gönne ich mir jetzt auch. 11.19 Uhr am Sonntag, da geht das auch mal. Kann man doch mal machen, oder?
Und recht hat er dieser Weizenmick. Es geht auch nichts über ein geiles Weizen. So, wo sind wir? Kann man auch 3 Ausrufezeichen schreiben. Wäre auch okay. So, aber es geht auch nichts über eine geile Pokerrunde. Dann schauen wir mal, ob die Spieler hier irgendwie noch was auf die Beine kriegen. Birk erhöht hier. Und Birk liest seine Karten einfach nicht mehr ein. Ja, Cashenbar hier mit der 3-Bet. Das werde ich gerade noch mal am Tisch sagen, dass der Birk seine Karten einlesen soll. Wer nichts setzt, kann nichts gewinnen. Ich wollte eigentlich eben nach der Hand Pippi machen, aber jetzt bin ich in die Blinds reingerutscht. Das hatte ich gleich schon assoziiert und gedacht, ja, das muss für gute Hand sein. Am besten, du kündigst das jetzt schon mal 5-mal an. Was? Neu einlesen? Wir haben doch noch gar keine Karten. Dirk als einlesen. Dirk macht es als nicht. So alt. Alles geil. Da steht auch kein Mensch außerhalb von dem Tisch. Alt. Alt. Du sagst doch mal was alt. Ja, alt. Alt halt. Als Rede. Komplett falsch. Nee. Alt. Geht das auch dahin? Ne? Das gar kein Sinn, das Wort. Blödsinn. Macht doch wirklich keinen Sinn. Ist halt so. Lückenfüller halt. Ja. Otter. Otter. Otter, mal die Schweizer. Otter. Otter. Harte. Nein, das ist gut flüssig. Und Call. Und Call. Was ist denn los mit euch? Und Call. Ihr Spieler. Quartz ab. So, Board, Ass 2, König. Ja, Kevin ist heute stabil unterwegs als Dealer, muss man sagen. Hat hier eine gute Frequenz. Immerhin schon seit 9 am Dealen, also schon ja, bald 2,5 Stunden. Auch wenn er jetzt nicht sehr viele Setups gegeben hat, ein paar große Hände waren doch dabei. Birk versucht hier am Turn den Pot zu kaufen, ja, kriegt aber 2 Caller und setzt jetzt nochmal am River, wird aber wahrscheinlich keinen Caller kriegen, nee, ja, mit Ass, König, Dame auf dem Board, 7er und 6er finden hier keinen Call. Wir finden Folge 1, nimm die Karte zurück, hast du schon angeguckt, Kevin. Ah ja, gute Idee. Gute Idee, den mitzunehmen. War eine gute Folge auf jeden Fall. Ja, Mick schreibt hier, unterstützt die Landwirtschaft und trinkt mehr Weizen. Ich tue mein Bestes, Mick, für den Sonntagmorgen. Ich habe zum Holger gesagt, am Schluss die... Ja. Der Knut unterstützt die Landwirtschaft auf alle Fälle mehr als ich heute. Das war irgendwie auch witzig am Schluss noch so als Anhang. Als Anhang, ja, das ja. Ganz gut. Gute Idee auch, habe ich dir gesagt. Aber insgesamt auch zu. Kevin thematisiert es gerade. Bei unserem letzten Replay hatten wir ein ähnliches Problem. Da haben wir schon ein paar Hände am Anfang aufgenommen. Die habe ich dann quasi angehangen an das Replay als Outtakes. Kam ganz gut an, hat dem Kevin sehr gut gefallen. Werden wir heute auch so machen. Also die ersten 20 Hände werden nochmal angehangen. Und das wird, glaube ich, auch das Konzept für die nächsten Abende, dass wir quasi einfach pokern, pokern, pokern. Ich steige irgendwann in diesen Stream ein. Und alles, was davor passiert, nehmen wir auf und tun es dann nochmal anfügen. Da muss ich selber nochmal drüber nachdenken, wie wir es genau machen. Aber ich glaube, das wird so ein bisschen unser Konzept für die nächsten Male werden. Gerade weil wir auch immer wieder technische Probleme haben, ist es, glaube ich, ein guter Weg hier, wie wir das besser darstellen können und dann auch im Replay besser zeigen können, was hier wirklich am Tisch passiert. Also quasi die unverfälschte, nackte Pokerwahrheit. Er hat halt gedacht, dass alles so spät kommt mit dem Bier. Ich habe extra nochmal geschaut, ob... Ankunft 4:30 ist oder sowas, und neuen Streamstart. Check, komm ich an, läuft gar nichts. Super. Ja, außer Knut, bei dem lief's. Klaus hat, glaube ich, schon gecheckt. Ja. Und 15. Ja, Menge sagt es hier. Eigentlich war Treffpunkt heute 8:30 Uhr und ab 9 Uhr Streamstart. Das hat ja katastrophalerweise überhaupt nicht geklappt.
Von daher wird es in Zukunft schon so sein, dass wir da ein bisschen mehr drauf achten, dass das für die Spieler vor allem entspannter wird. Gucken wir mal, wie entspannt es jetzt hier für den Birk und für den Cash and Bar wird. Birk callt hier am Flop des Raise. Den Turn donkt er hier rein. 13. Na, Ass als Gärkarte. Oder 13. Cash and Bar guckt aber auch schon so schief rüber und wittert schon oder riecht schon den Braten mit dem Call. River ist die 4. Ja, ziemliche Blank, der River. Kann man nicht vorstellen, dass Cash and Bar hier noch irgendwie foldet. Dafür hat er viel zu oft angekündigt, dass er heute Hände spielen will und kennt den Birk hier auch, wenn der hier nochmal setzt. Muss der nicht immer hier das Ass haben? Und Birk jetzt auch nur mit dem Check. Gucken wir mal, ob Cash and Bar hier noch was rausholen will, ob er noch setzt, ob er denkt, dass er hier bluffen muss. Aber eigentlich müsste er nur vom Ass Angst haben und wenn der Birk das Ass hätte, würde er den River setzen. Also von daher unwahrscheinlich, dass der Birk hier besser als eine 9 ist. Die Frage, ob er noch was vom Birk rausjuckeln kann, rauszuzeln kann. Nee, kann er nicht. Birk mit dem schnellen Fold. Nachdem man Cash and Bar hier groß setzt. Good Fold. Zeigst du? King. Ja, und Cash and Bar zeigt den König. Er hat also nichts gehabt. King X. Ja, King X. Genau, das war jetzt gerade das, was ich ansprechen wollte, die Thematik, dass wir in Zukunft für unsere Spieler das Spiel angenehmer gestalten wollen. Jetzt ist es ja so, wenn die Spieler kommen, bereiten wir hier den Stream vor, alle kriegen ihre Chips, ihre Plätze und dann ist wieder Unterbrechung, weil ich einen PC neu starten muss, dann ist wieder Unterbrechung, weil es wieder Getränke gibt und wieder. Das müssen wir in Zukunft ein bisschen so machen, dass die Pokerrunde einfach läuft und der Stream quasi nur eine Begleitung ist, die da gar nicht eingreift, dass die Spieler quasi einfach durchspielen. So ist mein Wunsch und mein Gedanke. Da werde ich aber nochmal ein paar Sachen ändern müssen für, dass das anders laufen kann. Und ich hoffe, ich kriege das hin auf unseren nächsten Streamtermin, der dann Mitte Oktober ist. Also in 2 Wochen werden wir nochmal am Samstagabend streamen. Würde das Ganze, glaube ich, auch ein bisschen entspannen für die Atmosphäre und am Anfang würde das ein bisschen mehr rutschen, ein bisschen mehr flutschen. Ich glaube, das ist der, wie sagt man, Neudeutsch, way to go. Sagt man das so? Ich sage das so, way to go. Das ist der Plan. Okay, in der Hand ist schon einiges an Action geboten. Vize eröffnet hier am Button. Klaus mit der 3-Bet und Birk mit der 4-Bet. Jetzt gucken wir mal, ob der Klaus hier die Hand weiterspielen will. Kann ich mir kaum vorstellen, wenn der Birk schon mal eine 4-Bet auspackt. Ganz seltenes Ereignis. Aber, was weiß ich schon, Klaus natürlich mit dem Call hier. Und natürlich ein Flop, der wird den Klaus noch ein bisschen was kosten. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der Klaus hier einfach Jack foldet. Im Moment kriegst du ja. Da ist nicht leer, kriegst. Was meinst du, läuft noch an? Das waren diesmal 13. Ja. Habe ich richtig gehört. Gecallt. Jetzt ist der Carlos auf dem Klo. Klaus hier mit der großen Bett donkt hier rein. Und Birk mit dem Call. Carlos, die Hand des Morgens. Ja, also spannende Entwicklung hier. Klaus und Birk. Klaus und Birk hier im Heads-Up. Das sind 8 aktuell. Und warum geht es nicht direkt rein? Ja, jetzt wird nochmal kurz hier die Chips sortiert. Ob das hier die richtige Taktik ist, in Birk hier groß reinzudonken, weiß ich nicht. Vor allem 13 committet sich der Klaus hier quasi schon fast. Aber wir gucken mal, was der Turn bringt. Und du
Oh, der Tarn bringt die 7. Der Open-Ender verklaus. Und jetzt ist die Hand spätestens gelaufen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass hier noch irgendeiner foldet. Birk sowieso nicht. Und Klaus hat jetzt auch noch quasi out, in Anführungszeichen, mit dem Open-Ender. Und da geht es ganz schnell. All-in und Call. Oh, ich sehe gerade im Chat, Beste Beste ist auch da. Also alle sind wach, alle hocken sie vorm Stream, du. Eieiei. Servus, Sebel. Grüß dich. In dem Moment, ja. Als ob die Kirche. Die ganzen Würste. Alle hocken sie daheim und gucken Poker. Sadi, Sebel. So, also All-In und Call. Dann die Karte und dann zuordnen an den Gewinner. Jetzt gucken wir mal. Die Herren lassen es zweimal spielen. Run it twice. Der Pot wird geteilt. Zwei Durchläufe und geteilte Wertung. Kings gegen Pocket Sixes. Also der Open-Ender hier für Klaus hat immerhin noch stabile 21%. Auch wenn er sich da in etwas ungünstige Position reinmanövriert hat durch seine große Flop-Bet. Aber wir schauen mal, ob der Klaus hier einen Durchlauf machen kann. Run Nummer 1 geht an Birk. Dann Karte runter, dann wieder den River. Und Run Nummer 2. Auch Birk, die Junge in Kreuz. Also eine Blank. Birk kriegt hier den ganzen Topf. 530 Big Blinds, also stabil, stabile Hand hier von Birk. Ja, kann man natürlich trefflich drüber streiten, ist das jetzt hier die richtige Herangehensweise hier von Klaus mit dem Overpair. Overpair in Anführungszeichen, 4-Bet callen Preflop und dann den Flop quasi komplett donken irgendwie, seinen ganzen Stack bis auf so einen Mini-Rest. Weiß ich nicht, ob das die beste Taktik ist. Gerade gegen Birk, der auch Tendenz hat, da dünn zu callen, light zu callen, ist eigentlich im Grunde nur gegen Ass-Dame oder Ass-König. Macht es Sinn, den Birk da irgendwie rauszudrängen? Und da ist er eigentlich auch vorne. Macht es dann überhaupt Sinn, ihn da rauszudrängen? Weiß ich nicht. Ja. Da war der Klaus wohl irgendwie ein bisschen verliebt in seine Pocket-Sechser. Egal. Birk auf alle Fälle ein Gegner, der da vielleicht mit Ass hoch und nochmal einen Call findet. Bin ich aber nicht ganz Freund von. Also Klaus, wenn du das Replay anguckst, nochmal drüber nachdenken, ob das richtige Play war. So oder so, die Hand wurde so gespielt. Birk hat die Hand gewonnen und wer die Hand gewinnt, hat recht. Und von daher gilt. So spielt man Poker. Und nach der Hand ist Vorderhand, von daher direkt weiter in nächste Hand. Eine Stunde streamen wir noch bis 12:30. Carlos Cash & Bar hat es vorhin mit Kevin abgeklärt. So lange will er noch hier dealen und so lange läuft der Stream auch noch. Also, wenn ihr Bock habt, bleibt dran. Macht euch noch einen Kaffee, macht euch noch was zum Frühstücken oder wie wir, macht euch ein Kaltgetränk auf. In dem Fall ein König Ludwig. Zum Wohle. Sechser. Übrigens nochmal an der Stelle Erinnerung an alle, die zugucken aus unserer Runde. Gerne nochmal eintragen für das 24-Stunden-Event am 1. November. Haben sich noch nicht alle eingetragen. Also wer noch zuguckt und noch unentschlossen ist oder sich noch nicht eingetragen hat. 1. November, 24-Stunden-Poker. Eintragen. So, und jetzt habe ich natürlich durch die ganze Action und mein Gelaber vergessen, die Stats zu machen. Das machen wir dann jetzt einfach nach der Hand. Dann gibt es für euch mal eine kleine Zwischeneinblendung. Eine Zwischenstatistik. Bringung. Hand Nummer 45. Wir haben wieder 4 Spieler am Start. Sorry, Didi. Oh, nee. Und, alles klar? Oh, schreit er da rein? Ich hole dich um Viertel nach 4 ab, okay? Ja, Cash & Bar jetzt auch kurz mit dem Telefonat. Weiß ich auch nicht, warum der hier in Konzertlautstärke telefoniert. Bei 5 am Stadion, okay? Ja, da wird noch kurz das Sportevent für den Abend klar gemacht. Also muss man auch sagen, an der Stelle kann man auch einfach dann kurz rausgehen zum Telefonieren oder einfach dann leiser telefonieren. Muss man ja nicht in Konzertlautstärke hier am Pokertisch machen. Ja.
Danke, danke für dieses Telefonat. Danke, danke. Das hätte jetzt auch gut geklappt, wenn er nur so was mit einer Dose und so einem Seil. Das hätte er auch gehört. Ja, ja. Na gut, so ein Trichter hier. Ja, hier vorne raus. Und dann so ein Trichter, Flüstertüte. Ich hol dich. Ich bin schon so angewöhnt beim DD, immer laut zu sprechen. Weil er mir so schlecht hört. Hab ich jetzt so laut gesprochen? DD? Nicht? Also, es war im Vergleich zur. Auch unerwartet, sagen wir mal. So Stream-Lautstärke war das jetzt laut, ja. Ja. Das war heute auf jeden Fall der Peak. Ja. Das war der Audio-Peak hoch 10, ja. So, jetzt aber rein in die Stats. Jetzt haben wir es. Also Birk jetzt nach der großen Hand. Massiv im Plus, 5,5 Lagen. Knut noch im Plus. Menges Cash war leicht im Plus. Und der Rest in den roten Zahlen. Klaus jetzt der Absturz in die roten Bereiche. Eine Lage minus Baumeister, immer noch 6 Lagen minus. Der hat heute noch nicht so viel auf die Platte gekriegt, beziehungsweise war immer hinten. Der V-Pip ist Birk ganz vorne. Auch das ist nicht überraschend, dass der einfach jede Hand spielt und je mehr er gewinnt, umso mehr wird er auch spielen. Das ist so ein Schneeballeffekt, ein selbst erhaltendes Energiesystem. Birk gewinnt Hände, Birk hat Chips, Birk spielt Hände. Passiert einfach so. PFR, aggressivster Spieler, Cash and Bar und Birk und auch Klaus, die raisen hier am meisten. Menkes lässt locker angehen, Sonntagmorgen entspannt und da haben wir die Winrate, Knut und Birk ganz weit vorne. Also, weiter geht's. Ja, so viel zu dem kurzen Überblick. Jetzt wisst ihr mal, wer im Plus und wer im Minus ist. Darfst du das? Und es geht ja noch eine Stunde und 50 Minuten geht es noch. Da kann eigentlich noch einiges passieren. Vor allem, weil die Spieler auch relativ deep sind. Man sieht es an den Stacks unterhalb der Holecards, dass die Spieler doch einiges an Stack haben. Auch Baumeister, wenn der einmal aufdoppelt oder zweimal aufdoppelt großen Topf zieht, dann ist auch die Gewinnzone für ihn wieder greifbar. Also, weiter geht's. Ich gehe mal ganz kurz austreten. Cash & Bar versorgt die Runde hier mit Kaltgetränken und dann bin ich gleich wieder da für euch. Bis gleich. Thank you.
So, also nach einem kurzen Softwarehänger habe ich es geschafft, die Software wieder neu zu starten. Sorry dafür. Wir haben Björk gegen Baumeister hier im Heads-Up. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt durchläuft. Und die Handanzahl sollte nach der Hand wieder stimmen. Also nicht erschrecken, dass er jetzt Hand Nummer 1 steht. Jetzt steht wieder Hand Nummer 47 da. Jetzt ist wieder alles so, wie es soll. Wir hatten ja letztes Mal das Problem, dass unsere Software einen Bug hatte. Wir konnten die aktuellste Version von unserem Programmierer Matthias leider nicht nutzen. Deswegen musste man nochmal zurück auf die vorvorletzte Version. Und die hat noch so ein paar andere Bugs, weshalb wir jetzt den Absturz wieder hatten, dass das Tablet nicht reagiert hat. Die neueste Version lief jetzt hervorragend, hatte aber ein paar andere Major-Bugs, weswegen nicht eingelesen wurde. Und wir warten jetzt quasi noch auf Mitte Oktober auf die neueste Version, um dann alle Probleme quasi aus der Welt zu schaffen. Da müssen wir noch durch, deswegen haben wir immer wieder mal so Momente, wo wir die Software neu starten müssen. Aber lässt sich ja alles rekonstruieren und mit Kevins Hilfe und meiner Hilfe kriegen wir das dann auch hin. Auch wenn es schon Frühschoppen gab und alle schon nicht mehr ganz so feinmotorisch sind, kriegen wir hin. Haben wir hingekriegt, weiter geht's. So, dreiviertel Stunde muss er noch durchhalten, der Kevin. Menges hat nochmal das Waffeleisen angeworfen. Offensichtlich haben die Spieler jetzt wieder ein bisschen Hunger oder Hungergelüste, Gefühle. Von daher werden wir da auch gleich nochmal was zu essen organisieren für unsere Spieler. Unsere, ja, ich hätte fast gesagt, unsere Heroen am Tisch, aber ich sehe hier noch keinen, der sich zum Held aufschwingt oder heldenartig spielt. Wunder habe ich noch keine gesehen heute. So viel kann ich mal festhalten. Wagen ist viel weniger aufdringlich. Ah ja, das Getränk ist aber immer noch hervorragend. So, 5 Spieler hier, alle checken durch bis zum Vize. Im Flashtor spielt er hier an. Ja, und die Hand wird er wahrscheinlich einfach mitnehmen. Ich glaube nicht, dass er hier von irgendjemand Gegenwehr kriegt ohne Treffer und so ist es auch. Also, nice Hand hier von Vize. Einfach mitnehmen den Pott. Die Verwirrung ausnutzen, die Gunst der Stunde. Und hier den Pott machen. Nice Hand. Ja, der Mick schreibt, wir sollen pokern und nicht fressen, aber du weißt ja, die Spieler müssen bei Laune gehalten werden und da gibt es aber eine Runde Waffeln zwischendurch. Wir haben extra Waffelteig heute Morgen gemacht. Noch schnell auf Chefkoch oder wie das Ding da heißt, ein Rezept gegoogelt und Waffeln gemacht. Frische Waffeln am Poker. Früher hatten wir immer Chicken Wings beim Pokern und so kleine herzhafte Snacks. Jetzt gibt es halt Frühstück und Waffeln und so Zeug. Also auch nicht schlecht, ja. Und da wären wir wieder beim Punkt. Wir wollen das ja angenehmer für die Spieler gestalten. Im Grunde soll das ja eine normale Runde sein und der Stream soll das ja begleiten, so wie das alltägliche Leben halt ist. Also quasi eine Real-Life-Doku, sage ich jetzt mal. Also quasi Kabel 1 für Fortgeschrittene oder weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Warum gibt es im Assi-Treff keine Waffeln? Doppelausrufzeichen, ja. Assi-Treff ist unser Stammtisch, wo der Mick auch als dabei ist. Das hat noch keiner gefordert, Waffeln. Wenn du da Waffeln essen möchtest, können wir gerne Waffeln machen. Ist ja kein Ding. Carlos weiß jetzt, wie Waffelteig funktioniert. Waffeleisen haben wir. Können wir auch gerne mal Waffeln machen, wenn du das möchtest. Ich wäre dafür. So, jetzt gucken wir mal. Ah, Cashenbar sagt es gerade. Er kommt halt gar nicht in die Hände gegen Roland. War ja seine Hoffnung vor dem Stream, dass er gegen Roland heute einen großen Pott spielen kann. Aber, ja, aber nicht so weit kam es noch nicht. Ja, aber das hast du dir anders vorgestellt. So, Knut mal wieder mit der Bett hier mit seinen Overcards. Roland glaubt ihm aber nicht und callt hier. Und trifft auch den Jungen. Natürlich interessant, dass jetzt das Kreuz ankommt. Also wenn der Knut hier noch zweimal groß setzt, bin ich gespannt, ob der Roland hier dabei bleibt. Ständig ist
Einer Pisten, ich muss da unten zur Seite. Du hast doch die Nummer von dem Typ, der da war. Wie hieß der nochmal? Ja, und Baumeister. Nicht mit dem Call, Baumeister mit dem Race hier. Ich hab schon gehört. Five Large. Fünf, er hat sich ausgeholt. Ja, ja, aber erst nur mal seit zwei Jahren. Sven? Schon informiert. Sven vielleicht? Ja, das reicht für einen Knut. Das reicht. Ja. Also ob es die richtige Entscheidung war, weiß ich nicht. Zumindest war es eine gute Entscheidung. Die bringt ihn nämlich hier den Pot. Und von daher, nice Hand hier, Baumeister. So, der hat ja ein bisschen gelitten bisher in der Session. Von daher sei es ihm gegönnt, dass er hier auch mal wieder einen Pot zieht zwischendurch. Auch wenn es nur ein kleiner Pot ist, auch der ist wichtig fürs Selbstvertrauen. Und ich hatte es ja gesagt, auch bei einer großen Minus-Session ist man oft nur einen Pot von der Plus-Minus-Zone entfernt. Also wenn der Roland hier zwei, drei große Pötte noch spielt, dann ist er auch ratzfatz wieder an der Nulllinie. Bisher ja eigentlich einer unserer stabilsten Spieler. Season 2 war er ganz stabil, muss man sagen. Ist ja eigentlich ein alter Pokerstratege. Von daher, der lässt sich auch nicht da unterkriegen. Bloß weil er mal zwei, drei Hände verliert oder auch zwei, drei große Hände, wie jetzt gegen Menges vorhin. Muss beim Roland da einfach nochmal zusprechen oder zugutehalten, den Hut ziehen. Roland wirklich einer der stabilsten Spieler, die wir haben in der Runde. Immer gern gesehen, immer gut drauf und auch selten am Hadern mit dem Schicksal. Guter Mann, weiter Roland, weitermachen. Aber da, durch dass die es quasi täglich machen. So, und die Straddle-Mania nimmt so langsam Fahrt auf. Auch so ein typisches Poker-Symptom, Poker-Runden-Symptom in der Verlaufskurve. Gegen Ende eines Streams oder Events nimmt nochmal die Straddle-Häufigkeit und Frequenz deutlich zu und Fahrt auf. Also Baumeister, Klaus und Birk hier mit den Straddles. Und Vize mit dem Race finde ich gut, dass er hier eröffnet und nicht nur reinlimmt. Das haben wir ja schon ganz andere Kandidaten am Tisch gehabt, die hier bei einem Mehrfachstraddle nur reinlimpen. Aber wenn du das machst, kannst du halt automatisch schon auch mehr verlangen. Das wäre, also so minimal mehr. Kriegt aber trotzdem zwei Caller. Ja, genau. Und Sport, interessant. Ass hoch mit zwei Pick. Richtig geil. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis. So ist es okay. Also ich meine, unsere Polo, die wir machen, die kannst du ja theoretisch auch in großen Mengen machen. Ja. Das ist ja null Problem. 4,50. Die müssen ja eh jeden Tag das gleiche. Der Arbeitsablauf ist immer der gleiche. Ja, Fold, Fold. Und auch hier nimmt Vize direkt den Pot mit. Also stark hier vom Vize. Der zweite Pot, den der Vize hier kauft mit seinem Flushdraw, weil die Gegner einfach nichts haben. Beziehungsweise das Achterpärchen hier auf dem Ass-Hochflop nicht weiterspielen will. Und so ist es auch auf dem Poker, ne? Ganz oft hast du so mittelstarke Hände oder Hände, die gar nichts getroffen haben. Also einfach setzen, Leute. Setzen, setzen, setzen. Das ist mit Sicherheit die Pokerweisheit des Tages. Denn, und das war schon immer so, das war früher schon so und das ist auch immer noch so. Der Mick hat es damals gesagt und heute gilt es auch noch. Nur gute Spieler kriegen gute Karten. Also, weiter geht's. Auf zum Endspurt. Ja, ich meine, so, nächste Hand machen wir nochmal kurz Statistik und dann machen wir den letzten Orbit. Und solange ihr in schwierigen Phasen da noch einen Unentschieden holt, dann hast du immer noch die Möglichkeit. Ne? Leipzig ist, glaube ich, auch stabil zumindest. Also so stark sind sie nicht, aber stabil halt. Naja. Ne? Ja, ja. 30 sind das Beste. 35. Call. Race. Auf 1 und Start. Also, Klaus erhöht hier von vorne mit den Neunern, kriegt zwei Caller und Cash and Bar am Button mit der 3-Bet. Ja, kriegt hier aber drei Caller. Vize Klaus und Menges mit dem Call. Vier Spieler und Ass 10-2 kommt das Board runter. Taktik Fuchs.
zwei Spieler mit dem Treffer und Cash and Bar ist trotzdem noch vorne. Wird hier auf alle Fälle eine Conti-Bet setzen. Also da kann der arme Steff, der... Ja. 2,75 ist auch eine gute Größe hier. Vize mit dem schnellen Call und auch Menges hier mit dem Fold mit der 10. Interessant. Ein Turn ist noch ein Ass. Gute Karte hier für Cash and Bar. Macht es unwahrscheinlich, dass der Vize hier selber ein Ass hält. Wird ihm gefallen. Ich glaube, da wird er nochmal setzen. Kann mir nicht vorstellen, dass er hier dem Vize noch eine freie Karte gibt. Oder gegen SC. Ja, ja, aber trotzdem dann auch. Ein Vize gibt da auch oft so eine Hand wie König Dame, Dame Junge oder irgendeine 10, die hier eben am Flop callt, jetzt gerade nachdem das Ass sich pairt. Von daher wird er sich immer noch vorne sehen und spricht auch nichts dagegen, hier nochmal zu setzen. Würde ich auch eher so Richtung halben Pot setzen. Ist eine Größe, die der Vize dann auch noch bezahlen wird, eben mit so einer Hand. Und 3,60, ja, okay, Drittel Pot. Das ist ja auch echt cool, dass sie das machen, aber das da Leute gibt, die den jetzt irgendwo mit in die Wahlen nehmen als Ter Stegen Ersatz, das ist okay. Okay. Ja, man sieht, der Vize ist genauso an der Schwelle, genau an der Grenze. Call ich nicht. Eben mit genau so einer Hand. Und diesmal entscheidet er sich für den Fold. Also, ja, habe ich jetzt ein bisschen falsch eingeschätzt, aber trotzdem alles richtig gemacht, Cash and Bar. Also klare Bet hier an der Stelle vom Cash and Bar. So, also wir machen ein kurzes Stat Break. Birk immer noch 5 Lagen im Plus, Knut eine Lage im Plus, Cash and Bar nach der Hand wieder ein bisschen mehr im Plus. Und verändert hat sich natürlich jetzt nicht allzu viel, gab keine große Hand seit der letzten Stats Break. Ich gehe es einfach nochmal kurz durch. Der VPP hier, Birk, weit vorne. PFR, Cash and Bar. War klar, dass das der aggressivste Spieler heute ist. Ist er so oder so immer am Tisch neben Kevin. Und Birk hat heute das Glück und die größte Winrate. Also, weiter geht's. So, ich sag drin nochmal kurz durch. Letzter Orbit vom Stream. Und dann schließen wir quasi hier mit 60 Händen ab. Bis gleich. Gut, also Kevin ist gebrieft. Das heißt, wir können jetzt in den letzten Orbit starten. Ja, das Weizen hat ihn umgedreht. Und ich sehe gerade, wir starten wieder mit absoluten Premium-Händen. Birk hier mit dem Raise Preflop. Wieder große Bet. Und er spielt wieder gegen die Sechser und kriegt wieder einen Call. Ja, also das Image hat sich der Birk aufgebaut und man sieht, er kriegt auch die Calls hier von marginalen Händen. Alle wollen in der Hand rein hier gegen den Birk. Sogar Cash and Bar mit 3 hoch. Also spektakulär. Und das Board kommt runter. Ass, Ass, Dame. Hab ich ein paar Asse für euch mitgebracht. Ja, Birk jetzt auch nur mit dem Check. Spielt das ähnlich wie der Klaus vorhin mit seinen Kings. Menges mit dem Check und Cash and Bar. Ja, Cash and Bar hat eine Idee. Das ist extra riesig, oder? 37. 37 ist die Bet. 18. Und kriegt direkt die Antwort hier von Birk. 18 large. Ja. Menges winkt ab und tschüss. Ja, dann ist klar, da ist die Hand beendet an der Stelle. Menges Fold. Und jetzt ist die Frage, will Cash and Bar hier wirklich weiterspielen oder nicht?
Nee, er erkennt die Zeichen und Björk zeigt ja auch die Nuts. Naja, nicht die Nuts, aber zumindest halt die brutal starke Hand. Yeah. Nice Hand, Björk. Also wirklich so, guter Pot, schöne Hand. Ja. Cash and Bar, einfach mal kurz gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja, also. Kann man nur sagen, beim Birk läuft's heute. Ja, also Glückwunsch, Birk. Machst du gut, machst du richtig. Einfach mal Hände floppen, dann läuft's auch von allein. Braucht man nicht viel machen. Birk zeigt euch, wo der Hammer hängt, oder was? Ja. Also, ganz stark. Muss natürlich sagen, guter Versuch hier von Cash and Bar. Birk ist ja auch gern mal einer, der da Gurkenhände hat in so einer Situation und mal irgendwie einen Bluff auspackt. Von daher kann man schon mal dann Play versuchen, aber man muss dann auch die Bremse oder die, die Notbremse ziehen oder finden und wissen, es macht keinen Sinn, die Hand durchzudrücken, da einen Riesenpot aufzumachen mit drei hoch. Also, alles richtig gemacht. Versuch finde ich gut vom Cash and Bar. Ich finde es aber auch gut, da die Hand zu beenden an der Stelle, nachdem er das Raise kriegt. Ist beim Birk so, wenn der dann am Flop wirklich so ein großes Raise auspackt, sollte man schon kurz drüber nachdenken, habe ich überhaupt noch realistisch die Chance, die Hand weiterzuführen, weiter zu spielen. Also, alles gut. So, und es gibt wohl wieder Probleme. Ich muss wohl wieder rein. Okay, also, kleine technische Probleme wieder. Unsere Software ist ein paar Hände weitergesprungen. Ich hoffe, wir konnten es jetzt hinkriegen, dass wir zumindest noch den Stream hier sachlich richtig zu Ende bringen. Fürs Replay schneide ich das natürlich raus, dass wir da jetzt nicht so komische Längen haben. Muss ich wieder stundenlang vorm PC sitzen. Wenn ihr wisst, wie lange ich vorm PC als jetzt, um den ganzen Murks wieder hin zu murksen. Gut, wir spielen die letzten Hände. Der letzte Orbit läuft. Also so wie normal. Was ist das? Minraise ist 50, bitte. Ja. Ich würde jetzt ganz neu machen. Ich würde, wenn es okay ist, neu machen. Carlos, ich hab gedacht, einfach konzentrier dich bitte. Ich bin halt auch nicht einfach heute, gell? Fatiga. 65. Dauernd irgendwas. 65? Was ist denn das jetzt für ein Race? Was ist jetzt? 1,60. So. Das ist ein anständiges. Das ist jetzt auch kein anständiges Race, das ist das 1,60. Jesus. Ah. Hey, was ist jetzt? Lol. Jetzt ist es einfach 4,5 ja. Hochgegangen, ich habe nichts gemacht. Zu schnell gedrückt. Was ist jetzt? Was ist das? Ist das so schnell? Nee, ich mach gar nichts. Doch. Drück mal. Hast du einen ganz nervösen Finger? Er macht gar nichts, er macht irgendwas jetzt durcheinander. Okay, also ich glaube, jetzt ist unsere Software endgültig gecrashed. Der Dealer hat es hingekriegt und hat die Software geschrottet. Jetzt geht's wieder auf Technik. Ich kann allen nur empfehlen, holt euch noch ein Getränk. Ich gehe nochmal rein, überwacht das Ganze. Kann sein, dass wir die Software nochmal neu starten müssen. Klaus ist dran. Nee, ich glaube, er hat es hingekriegt. Holger, wir dürfen nicht mehr so lang streamen. Ja, genau. Also von daher werden wir jetzt das Ganze dann quasi zum Abschluss bringen, weil ich glaube, Kevin hat die Software gekillt. Er hat es endgültig geschafft. Er hat sich angestrengt, ob die Stats jetzt noch stimmen. Ja, könnte noch stimmen. Ich gucke mal ganz kurz drüber. Ja, das sieht noch gut aus. Also von daher werden wir jetzt nach der Hand quasi unser großes Schlussfazit ziehen. Ich sage das dem Kevin gerade nochmal an der Stelle und dann werden wir den Stream an der Stelle beenden, weil Kevin sonst wirklich alles hier abschießt. Also, bis gleich. Bin gleich wieder da. Boah, scheiße.
Vor allem macht der Birk die Quads hier. Leck o mio he. Der Birk hat heute aber auch einen Kartenlauf, du. Bin ich einmal kurz drin und da macht er die Quads. Nice Hand, Birk. Also, bei dem läuft's richtig heute. So spielt man Poker. So, ich habe jetzt gerade noch mal mit dem Kevin gesprochen. Er versucht jetzt noch mal, sich für den Endspurt zu konzentrieren. Und wir versuchen, die Runde jetzt zu Ende zu bringen, den Stream zu Ende zu bringen. Ich hoffe, die Software hält durch. Daumen drücken. Klaus am Button. Das heißt, wir haben Klaus, Birk, Menges, Knut und Carlos. Fünf Hände müssen wir noch schaffen, Kevin. Fünf Hände. Gib alles. Gib alles. Ja, es ist verteufelt. Wie gesagt, wir waren eigentlich schon softwaremäßig und technisch zwei Schritte weiter. Aber es gab Probleme und das zu erklären, würde wirklich einen eigenen Stream bedarfen. Erfordern. Genau. Mache ich vielleicht mal so einen Technik-Livestream, wo ich einfach nur über Technik rede. Wäre vielleicht auch mal was. Ja, mal gucken. Wir schauen uns das große Finale an. Hand Nummer 60, die wahrscheinlich effektiv Hand Nummer 51 ist. Wir gucken mal, ob wir das zu Ende kriegen. Der Kevin drückt auch einfach viel zu schnell und viel zu viel. Das war ja früher auch immer so bei Computern, da sollte man nicht immer so oft und so viel klicken, wenn der Computer hängt. Der Kevin ist bestimmt so ein klassischer Maus- und F5-Spammer, der einfach immer draufhaut und sich wundert, warum der PC nichts mehr macht. Wenn was flüssiges drin ist, wird es schon mein sein. So. Sind wir schon am Turn? 95. Nope. Lass ihn mal raus. Lässt du das nächste uncool Essen ausfallen? Nee. Ja, und Birk hier schon wieder mit dem Top her. Also der floppt hier wirklich wie verrückt. Spielt ja an auf dem Flop. Cash and Bar mit dem Call. Ich hatte das letzte Mal 5 Kilo Grüngurt. Ich spreche von Würstchen. Den zu putzen finde ich krass. Also ich habe ja auch mal 3 Kilo durchgemacht. Ich habe war brutal. Ich habe 2 Schalen gemacht. Eine am Dienstag, eine am Freitag. Also ich finde, 5 Kilo auf einmal, das Grünkohl. Ich habe mal gute Arbeit. Ich habe mal 2 oder 2. Carlos der Einzige und der River ist die 2. Auch hier macht Birk nochmal eine bessere Hand. Ja, ich habe das dann halt für mehrere Tage dann halt vorgeworfen. Dann wird er hier keinen Call mehr kriegen. Birk zeigt es top her. Ja, dem läuft es hier wirklich rein, ne? Sei dem Birk auch gegönnt. Hatte ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Zeigt dir noch das Top her. Er ist heute nicht zu schlagen, der Birk. Nicht zu schlagen. Ja, ich meine mich ja gar nicht. Ja. Achso. Für Carlos tut es mir jetzt nicht leid. Ist ja mal gut. Ich soll nur mal wissen, wie die harte Realität ist am Pokertisch. So. Kennen Sie doch. Da gibt es auch noch mal ein bisschen Table Talk hier vom Dealer an die Spieler. Ist der Kevin ja auch ein bisschen bekannt für, dass er gern mal verbal stichelt oder austeilt oder seinen Gegner aufs Korn nimmt. Also auch als. Und wenn er selbst gegen die verliert. Wir hatten schon mal mehr Audience. Dann ist es gut, dass er nie gegen das Vorderfeld. Ja. Also muss man gut zuhören, den Kevin. Schießt hier ordentlich gegen den Cash im Bar. Aber gehört auch dazu am Pokertisch, dass man da mal ein bisschen einen auspackt am Pokertisch und mal den Gegner so ein bisschen Salz in die Wunden streut. Also, ich gebe mein Bestes. Ist schon okay. Ein bisschen Entertainment, ein bisschen Table Talk gehört einfach dazu. Wer Poker spielt und mag, der kennt das und der weiß, das gehört dazu. Das braucht man. Ein bisschen reinreiben muss man dann auch, wenn ein Gegner mal eine Hand verliert. Muss natürlich alles immer im Rahmen der Fairness bleiben, ist ja klar. Pokerspieler sind faire Spieler, zumindest bei uns in der Runde. Wer sie nicht verhält, kriegt auf den Deckel von uns. Haben wir noch Weizen? Haben wir noch
bin mit von der Partie. Man kann sagen, in dieser Hand sind viele Weizen unterwegs. Oh ja. Der Birkner von gestern, wenn es lang ging. Das sogenannte Waffelweizen. Ass. Ein Ass. Das war's, oder wie? Das war's schon wieder. Ja, und auch in der Hand ist nicht mehr viel zu holen. Knut mit der Bett und gewinnt hier den Pot. Merkt man auch, gegen Ende der Pokerrunde lassen die Spieler ein bisschen nach. So ein bisschen verlassen sie die Kräfte. Aber es hat auch keiner mehr so richtige Hände, um gegenzuschießen. So, der Mick schreibt noch im Chat, kein Trash-Talk am Tisch bitte, nur Trash-Metal. Ihr Nasen, nee, Mick, am Poker gibt es kein Trash-Metal, da gibt es nur Table-Talk. Das wäre natürlich auch mal eine Herausforderung, ein Trash-Metal-Poker-Event, wo dann nur so brutale Metal-Musik läuft. Also ich glaube, das wird nicht gut gehen. Das wäre spätestens nach einer Stunde wäre das zu anstrengend für die Spieler. Musik ist ja eh so ein Thema am Pokertisch. Lässt man Musik laufen? Wenn ja, was für Musik lässt man laufen? Da gibt es immer sehr unterschiedliche Geschmäcker. Stilrichtung, also auch ganz schwieriges Thema. Für uns auch im Stream schwieriges Thema, wegen Copyright. Da war ich ja schon öfters am Überlegen, ob ich mir so einen Bezahlservice hole, wo man Copyright-freie Musik spielen lassen kann. Dann hätte man so ein bisschen Hintergrundmusik. Bin ich aber noch nicht so überzeugt von, ob das so das Richtige ist. Aber da werden wir auch dann jetzt im Winter, wenn unsere große Umbauaktion hier beginnt, nochmal drüber nachdenken, wie wir das Ganze anders gestalten wollen. Ja, kurz danach, genau. Drei Spieler. Danke, Carlos. Was? Check. Danke, Carlos. Hast du gesagt, wer sagt das? Die Luisa. Dann hat sie. Ciao, ciao. Dann habe ich mit der Küchenrolle. Oh, der Turn bringt die 8. Aber auch das dritte Herz. Oh, jetzt haben wir Baumeister und Birk hier. In dem Flush-Draw. Und das wäre jetzt natürlich. Klasse für die Action, wenn beide Spieler hier drin bleiben und dann auch noch im Herz kommt. Baumeister mit dem Call hier mit dem Nutflush-Draw und Birk wird hier auch im Leben nicht folgen. Jetzt braucht man Herz, Kevin. Gib alles, komm, Kevin. Komm, Kevin, hau raus. Jawohl, das ist die 10. Jawohl. Ja, das hat sie schon drin, ja. Ja, und Vize weiß schon. Das Sali ist nicht gut. Sali, Luisa. Sali, seid. Geh ich also mit Kevin aufs Klo? Bin ich gespannt. Wie ist die Setzreihenfolge? Wird Baumeister hier anspielen? Wird Baumeister Check Race spielen? Ups, ups. Sind wir noch auf dem Stream eingegangen? Oder nicht? Ja, Baumeister hier mit einer großen Bett, ordentliche Wette. 5,75. Oh, schade, Birk nur mit dem Call. Nur mit dem Call der Birk, schade. Da hatte ich mir mehr erhofft. Also, Roland, Baumeister, Nutflush. Nice Hand hier von Baumeister. So spielt man Poker. Nice Hand hier vom Baumeister. Auch wenn es der Dieter nicht mehr blickt oder offensichtlich die Handstärke richtig identifizieren kann. Baumeister mit dem Nut Flush macht dir die Hand. Und schade, Birk nicht mit dem Raise. Also finde ich auch interessant. Da callt er hier noch und nöcher und Raise da nicht am River in Position. Der schließt ja quasi die Action ab. Nachdem Vize hier reincheckt, gibt er ja quasi die Hand auf. Da würde ich also mit Dame hoch Flush auf alle Fälle nochmal raisen gegen Baumeister, bloß weil der hier anspielt. Also da gibt es ja wirklich viele Hände, die den River anspielen. Auch schlechtere Flasche, junge Flush oder irgendwelche Sets oder irgendwas, die der Baumeister hier anspielen kann. Muss der Birk auf alle Fälle raisen und dann nimmt das Ganze natürlich nochmal eine andere Dynamik auf. Dass er hier nur callt, weiß ich nicht, bin ich nicht so Freund von. Für uns natürlich auch schade als Zuschauer, hätte ich gern gesehen. Das wäre dann nochmal ein schönes Actionfeuerwerk gewesen. Dass der Vize hier foldet mit Top Pair, das finde ich gut. Nice, Vize, machst du gut. Tip top. Check Fold, einfach schmerzfrei Check Fold. Passen die geheime Waffe. Ich kann mich da nur wiederholen. Ja. Hallo. Passen die geheime Waffe. Das hilft jedem Spieler weiter. Einfach folden.
Folding is for free, sagt man. Und das ist auch so. So, vorletzte Hand. Sagt man das bei euch in Köln nicht so? Nein, auch in Leverkusen nicht. Der kommt nicht aus Köln. Für mich ist das alles dasselbe. Düsseldorf, Köln, Leverkusen, Gladbach, alles dasselbe. Und Schalke. Und Schalke. Und Dortmund. Dortmund. Dortmund auch. Alles. Duisburg, alles dasselbe. Hessen. Ja? 24. Also da ist weniger so, zwischen Baumeister hier mit dem Straddle. Klaus mit dem Call. Da raced er erstmal. Birk mit dem Call, Knut mit dem Call am Button und Vize hier mit der 3-Bet. 4,25. Finde ich jetzt auch eine gute Größe hier, wirklich mal eine Keule auszupacken. Die dünnt das Feld hier deutlich aus. Und jetzt ist natürlich der Idealfall eingetreten. Die einzige Hand, die callt, ist die Hand, die der Vize hier dominiert an der Stelle. Knut callt am Button mit Ass 10. Und Flop, Dame hoch. 6. Und Vize mit der Conti-Bet. 6 large. Wird dem Knut hier nicht weiterhelfen. Aber von wegen Banane, was macht der Knut? Race auf 12. Knut Race auf 12. Und Call. Und Vize stellt hier den Rest rein. Und jetzt. Einmal. Kuriose Situation. Knut stellt den Vize hier all in mit seinem Ass hoch. Und Vize ist tatsächlich vorne hier. Also da muss der Kevin lachen, da muss der Vize lachen. Das beste Klaus, das Gesicht von Carlos Keschebar, völlig fassungslos. Also wirklich spektakulär nochmal. Was bringt das Board den König? Also jetzt kann auch der Junge kommen. Also nicht Bube. Und Bube. Nein, die 6 kommt. Also ganz sicher am River. Also eine Wahnsinnshand nochmal. Vorletzte Hand. Kevin, was für ein Scheiß. Okay, alles gesehen. Ja, da gibt es kein Halt mehr für den Tisch oder für den Dealer auch. Wahnsinn. Ja. Knut, völlig verlassen, von allen guten Geistern verlassen, bringt's hier rein, da wollte einfach mal einen raushauen und ist hinten gegen Ass hoch, gegen Ass König hoch. Ja, stark, Knut, man kann's versuchen, man muss das einfach lobend anerkennen, man hat es versucht, man wollte spielen, man wollte den Gegner bezwingen, aber man war halt einfach schlecht in der Hand. Muss man einfach so festhalten. Knut, Hut ab. Du hast es versucht, aber es war halt einfach ein Schuss in den Ofen. Ne? Genau, oder einfach mit Platzpatronen geschossen. Wir gucken mal. Die letzte Hand wird zeigen, ob es noch einen großen Schlussakt gibt, ob noch jemand sich aufrafft zu einer großen Aktion. Ich hoffe es für uns alle, dass wir noch ein großes, würdiges Finale hier sehen und dann... Dann werden wir sehen. Kevin resümiert noch mal ganz kurz hier die Hand. Ich höre das ja immer so hier auf einem Ohr. Deswegen bin ich auch immer so kurz am Innehalten, weil ich mir das anhöre, was der Table Talk da sagt. Hab das aber selber gar nicht so laut auf dem Ohr, sonst werde ich immer so irritiert. Ich sag ja, also Megis hat gesagt, 10 Uhr war Peak. Ja. Selbst der Wand, oder? Ja. Dann noch ein Glücksbär. So weit ihr das halt wollt. Ja. Ja, Kevin sagt, letzte Hand und dann abschließend ein Glückspair. Dann bringen wir das doch hier zu einem würdigen Ende, zu einem Abschluss, den dieser Pokervormittag verdient hat. Und auf alle Fälle haben wir wieder 2 Straddle. Klaus und Birk heute stabil an der Straddle-Front. Halbstraddle und Doppelstraddle. Und es unterschätzen die meisten, durch diese ständige Straddelei wird das Spiel natürlich effektiv höher. Also 25-50 sind ja dann effektiv die Blinds. Unterschätzen ganz viele, dass das Spiel sich doch deutlich verteuert durch die Straddelei.
an so Tagen natürlich dann extrem, wenn so viel gestraddelt wird. Ich komme da noch nicht rüber. Ich habe jetzt mit allem gerechnet. So, Baumeister jetzt hier mit der 3-Bet aus dem Big Blind. Der will in der letzten Hand nochmal einen raushauen. Was rede ich denn? Cash and Bar mit dem großen Raise am Button und Baumeister mit dem Call aus dem Big Blind. Habe ich gerade falsch gelesen, die Hand. Birk auch mit dem Call. Und das Board kommt runter. Ass 6, 7. Ja. Ja, keiner so richtig connected, aber ich denke, der Cash and Bar wird hier auf alle Fälle eine Conti-Bet raushauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich hier die Möglichkeit entgehen lässt. Ja, 380 ist auch eine gute Größe bei dem Pot. Und zwei Folds. Cash and Bar gewinnt hier die letzte, die offiziell letzte Hand im Stream. Mit King High, like a boss. Nice hand, Cash and Bar. Also, so spielt man Poker. Okay, bevor wir zum Abschluss kommen, zur Abschlussrechnung, zum Abschlussfazit, zu den Abschlussstandings gibt es noch ein Glückspair. Glückspair, 10 Big Blinds von jedem als blinder Einsatz. Das Board und die Karten werden offen gespielt. Der Gewinner kriegt den Pot ohne Setzrunden. Das spielen wir jetzt zum Finale. Haben wir übrigens auch bei der neuen Software als Software-Feature mit drin. Jetzt noch nicht. Das heißt, der Kevin wird es manuell als Bet und Call eingeben. Ist aber eins der Features, die wir jetzt in Zukunft dann haben werden mit dem neuen Update, das der Matthias hoffentlich jetzt im Oktober, November fertig kriegt. Und dann wird unsere Software auch flüssiger laufen. Dann wird der ganze Poker-Stream ein bisschen flüssiger laufen. Von daher haben wir jetzt einfach noch eine normale Setzrunde. Nicht wundern, 10 Big Blinds mit G-Zwang. Jeder ist dabei. Das große Finale. Schauen wir es uns an. Wer gewinnt die Hand? Wer gewinnt die Chose? Ich stelle mal um auf die Totale. Da sieht man es am besten. Ja. Ja, toll. Nein, nein. Du bist ein Burnkart, oder? Ja, Baumeister direkt mit dem Ass. Kriegst du nur zwei? Ich sag ja, das war die Burnkart. Ja. Ah, der Weizenmick schreibt: oh, Glückspair ist meine Erfindung, Leute. Alles klar, Mick. Dann vielen Dank für die Erfindung. Oh, und vier kriegst du noch. Guck, 24 Stunden Poker. Ja. Wobei ich gar nicht weiß, ob das wirklich deine Erfindung war. Das müsste ich erstmal fragen. Dafür müsste er erstmal Zeugen geben, die das bezeugen können. Das Glückspair. So. Also, das Board kommt runter. König 7, Ass König ist vorne. Jetzt kommt der Junge. Halt, stopp, da wollte ich doch gar nicht hin. Und Ass König ist noch vorne. Wer hat noch Kreuz? Der Birk hat die 6. Kreuz 6 ist eine Option. Gibt noch Two-Pair-Optionen bei diversen Spielern. Also, Baumeister ganz weit vorne. Komm, Kevin, hau raus. Und da ist die 4. Da ist die Dame. Nee, ist also. Ass König gewinnt. Ja. Ass König gewinnt. Kurz und schmerzlos. Baumeister gewinnt dieses Glückspair. Nice Hand. Nice Hand. Und damit. Ja, schön war's. Damit geht unser Pokerabend. Pokermittag zu Ende. Pokersession geht damit zu Ende. Die Pokermatinee, Sonntagmorgen, unser Stream. Ein holpriger Stream, so viel kann ich auf alle Fälle sagen. Jetzt gibt es noch einen kurzen Chip-Count. Ich ziehe schon mal so ein kleines Zwischenresümee. Holpriger Stream aus verschiedenen Gründen. Gestern und vorgestern war ich hier, um alles aufzubauen. Dabei ist hier unter anderem ein Kabel abgerissen von unseren RFID-Scannern. Musste ich reparieren, musste ich flicken. Dadurch war ich überhaupt beschäftigt, alles zum Laufen zu kriegen. Habe ich aber gestern fertig gekriegt. Heute Morgen gingen leider wieder diverse Audio-Features nicht, deswegen muss ich den Stream um eine Stunde verspäten. Aber wir haben den Stream zum Laufen gebracht und das ist eigentlich die gute Nachricht. Ne? Heute Morgen um 9 dachte ich noch, oh, das wird nichts mit dem Stream. Aus unerfindlichen Gründen, das ist ja jetzt hier der Moderations-PC, an dem ich gerade sitze, der Table-Sound hört sich massiv verzerrt an, völlig übersteuert. Ich weiß nicht warum, im Stream hört er sich normal an, keine Ahnung. Egal, wir haben es hingekriegt. Die Software ist uns zweimal abgestürzt. Dann gab es noch ein paar falsche Eingaben. Aber auch das haben wir alles hingekriegt. Und von daher bin ich jetzt zufrieden, dass eigentlich alles durchlief. Was, und das muss man sagen, gut funktioniert, ist das Kamerasetup, was wir jetzt aktuell haben. Und das Tonsetup. Also das läuft eigentlich stabil.
Da hatten wir jetzt keine Probleme, außer dass wir heute ein bisschen viel Tageslicht hatten. Habt ihr vielleicht gemerkt, dass die Kamera so ein bisschen unterschiedlich aussah, je nach Sonneneinfall, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Ansonsten war es eigentlich eine sehr gute Session. Hat Spaß gemacht zum Zugucken, euch hoffentlich auch, den Spielern, den Probanden, so nenne ich sie mal, hat Spaß gemacht. Knut hat geschmeckt, die Hopfenkeilschale hat geschmeckt und geholfen, also von daher haben wir alles richtig gemacht. So, wir warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass der Kevin die Standings eintippt und mir das Go gibt. Und wenn das dann der Fall ist, dann gucken wir, wer hier der große Gewinner, wer der große Verlierer ist. Wobei das eigentlich schon vorprogrammiert ist bei dem Verlauf der Session. Für diejenigen, die aufgepasst haben, ist eigentlich schon klar, was jetzt gleich erscheinen wird. Es kann nur einen Gewinner geben bei dieser Session. Das ist so eindeutig gelaufen. Ja. Wir gucken gleich mal. Ja. Okay, also, ich habe ja gerade fälschlicherweise das Signal gekriegt hier von Menges, dass der Chip-Count stimmt, aber nachdem der Chip-Counter gerade hier nochmal vorgesprochen hat, ist aufgetaucht, dass wohl offensichtlich ein Rebuy falsch gebucht wurde. Das korrigieren die jetzt gerade. Die machen jetzt nochmal den Chip-Count. Das ist auch so eine Schwäche an unserem System. Wenn es einen Softwareabsturz gibt, kann es sein, dass die Rebuys nicht ganz gebucht werden oder wenn mal einer fälschlicherweise einen Rebuy bucht. Aber an der Stelle, wer online diese ganzen Streams anguckt, Hustler, Casino, PokerGo und Gedöns, die haben auch laufend falsche Stats und korrigieren es im Backoffice, weil eben so Dinge passieren, dass man mal den falschen Knopf drückt. Was wir eigentlich bräuchten, wir bräuchten eigentlich 5 Leute, die das komplett überwachen und separat machen, so als Stream-Crew, als Backoffice. Da bräuchte man eigentlich wirklich so einen separaten Haufen, so Haufen an Leuten, die das hier im Hintergrund eintippen und machen und tun. Dann hätte man absolute Sicherheit, aber dann wären wir ja schon in der Größenordnung von einer TV-Produktion. Und das ist nicht Sinn und auch nicht der Anspruch von unserem Stream-Projekt. So, die zählen jetzt noch, ist ganz witzig, weil ich im Hintergrund auf dem Ohr höre ich es, wie es live passiert. Auf dem Ohr höre ich es übers Mikrofon und ich höre, die sind noch wirklich wild am Sortieren und am Klicken. Ich komme ja so ein bisschen vor wie bei diesem Champions League Spiel, wo der das Tor umgefallen ist. Was war das? Dortmund-Juventus? Weiß ich nicht mehr. So ein bisschen irgendwie. Muss das Ganze hier jetzt quasi überbrücken, bis der Chip-Count zu Ende ist und muss hier einfach das Ganze schönreden. Ich glaube, Dortmund-Juventus war das mit dem Tor, dem Pfosten, der umgefallen ist. So ungefähr ist die Situation, muss man einfach sagen. Das Pokerspiel ist zum Erliegen gekommen und ja, wir müssen das einfach schönreden. Oder jetzt hier bei der EM, wo es in Dortmund reingeregnet hat, komischerweise wieder Dortmund. Ne? Da fällt doch was auf, in dem Stadion stimmt was nicht. Erst regnet es rein und dann fällt das Tor um. Jetzt kommt gerade der Kevin. Kevin, gute Nachrichten, der Chipcount stimmt, oder? Nee, ich glaube nicht ganz. Sag mal, der Chipcount. Ja, genau, jetzt kommt gerade hier der amtliche Erziehungsbeauftragte. Wenn du das zusammenrechnest. Ja, 3 im Sinn, 5 daneben. Ja, also. Ich muss irgendwo was forschen, weil Baumeister 10 mehr und muss 10 weniger machen. Okay, und gibt es jemanden, der 10 weniger hat? Komm jetzt gar nicht drauf, das ist günstig. Okay, gut. Also. Die Stats haben offensichtlich einen Makel, den werden wir gleich noch versuchen zu eruieren. Ich hau die jetzt aber trotzdem raus und zeig die euch. Wer hat Plus, wer hat Minus, die ungeschönte Wahrheit, auch mit Anführungszeichen. Beim Baumeister könnte die Statistik um den Faktor 10 nicht stimmen. Also unter Vorbehalt, aber das ist auch bei der Lottoziehung so. Die Angaben wie immer ohne Gewähr, das sagt auch immer, wie hieß sie, Katrin Tietze-Ludwig oder so hieß die doch früher, die Lottofee. Also von daher, Menges, Daumen hoch. Seid ihr bereit für die Stats? Ich bin bereit. Schauen wir uns das Elend an. So, da kommen sie. Also, Birkules, der große Gewinner des Abends. 7 Lagen im Plus des Abends, des Tages, der Woche, des Monats, also der Session. Birkules, ganz starke Performance heute, auch ganz starke Hände gehabt, einfach auf der Welle des Erfolges geritten. Der hat den Tisch dominiert, mehr kann man nicht sagen. Ja? Der hat einfach den Tisch dominiert heute. Knut hat es am Anfang gesagt, er würde den Tisch dominieren,
aber das war dann auch nur so ein Strohfeuer. Wer wirklich dominiert hat, war der Dirk. Man sieht es deutlich, alle anderen in den roten Zahlen. Wen es wirklich heute ein bisschen erwischt hat, war der Baumeister. Der musste heute in ein paar großen Händen abschenken, unter anderem gegen Menges, Tupair gegen Topair, gegen Flush mit Flush Draw in der Kombi. Laut Kevin hat der Baumeister jetzt nur 37 minus, das heißt, beim jemand anders fehlt ein Rebuy. Also das im Hinterkopf gehalten, dass Baumeister hier nicht ganz 5 Lagen im Minus ist, sondern nur 4 Lagen im Minus ist. Wir gucken uns den V-Pip an. Auch hier, Birk, 89% V-Pip. Da brauchst du auch nichts mehr sagen. Brutal. Ich habe ja am Anfang gesagt, das ist so ein selbstverstärkendes System. Schneeballeffekt. Je mehr Hände er spielt, je mehr Hände er gewinnt, umso mehr Hände wird er spielen. Je mehr Hände er spielt, umso mehr gewinnt er. Von daher ist er bei 89% gelandet. Es wundert mich eigentlich, dass er nicht bei 100% gelandet ist, so wie es heute gelaufen ist. Auch Knut wundert mich mit 64%. Auch völlig losgelöst. Gelöst. Der war wirklich auch auf einer Welle des Erfolges am Anfang getragen. Alle Spieler überhaupt extrem hoher V-Pip, auch Klaus hier mit 50%. Das ist einer der höchsten Werte überhaupt, die wir bisher hatten. Wobei ich nicht ganz weiß nach dem Softwarehänger, ob da alles stimmt. Da hatten wir ja mal 4 Hände, die dazu gedichtet wurden, auch unter Vorbehalt. So, PFR, wer war der aggressivste Spieler, wer hat am meisten geraced? Cash and Bar mit 26%, auch das nicht verwunderlich. Hat er ja angekündigt, der will heute Gas geben. Das hat er auch gemacht, auch wenn seine Träume und Fantasien von fabulösen Rekordpötten gegen Baumeister nicht zustande kamen, hat er doch eine aggressive Session hingelegt. Sehenswert, auch wenn es nicht immer erfolgreich war. Der Einzige, der hier Vernunft an den Tag gelegt hat, war der Menges. Der hat sich zurückgelehnt und gesagt, war der Dealer schuld? Ja, macht ihr mal, macht ihr mal. Ich gucke mir das mal an in Ruhe. Ne? Also, Menges hier entspannt. Er sagt gerade im Hintergrund, der Dealer war schuld, weil er ihm keine Karten gegeben hat. Da kann man ihm auch recht geben. Ja. So, Winrate, deutet sich dann auch an, dass die extrem hoch ist. Das könnte an diesen Händen, die wir in diesem Softwareabsturz dazugekriegt haben, das ein bisschen verfälschen. Dass Birk, Cashenbauer und Knut hier oben sind in der Winrate, das ist plausibel. Die haben auch viele Showdowns gewonnen oder viele Abrechnungen. Dass Baumeister hier noch 36% hat, also die Session auch nur oder die Statistik nur unter Vorbehalt. Ja, so oder so, die Session geht zu Ende. Dass Birk der klare Gewinner ist, ist klar, um es nochmal klar zu sagen. So, jetzt habe ich 3-mal klar gesagt, 4-mal klar gesagt, 5-mal klar gesagt. Bist du dir im Klaren? Ich bin mir im Klaren, dass ich mir im Klaren bin. Dass die Statistik nicht stimmt, das vermute ich auch. Wie gesagt, wir haben einen kleinen Fehler drin, aber so ist es bei dem Projekt. 100%ige Sicherheit haben wir noch nicht. Betonung auf noch. Kevin hat heute gedealt wie ein Irrer, im doppelten Sinne des Wortes. Er hat gutes Tempo vorgelegt, wurde immer wieder ausgebremst von der Software, konnte nicht schneller dealen, weil es nicht gut funktioniert hat. Am Ende hat er sich selber ausgebremst, weil er vielleicht mal zum falschen Glas gegriffen hat. Aber auch das wurde geklärt am Tisch. Vielen Dank, Kevin, fürs Dealen. Hat uns einen guten Poker-Vormittag beschert. Ja. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, auch unter den Umständen. Und dann sind wir quasi schon durch. Willst du noch was sagen an die Welt? Ja, vor dem Stream ist nach dem Stream. Nee, andersrum, nach dem Stream ist vor dem Stream. Und ich glaube, in 2 Wochen geht es schon wieder weiter. Kann das sein? Bis dahin gibt es natürlich viele Replays zu sehen auf YouTube. Und doch, die gibt's. Und vielleicht gibt es zwischendurch auch mal noch was ganz Spezielles. So ein Rückblick auf Season 2. Ah ja, okay. Dann sind wir gespannt, ob das alles so eintritt. Also, vielen Dank fürs Zugucken. Einen schönen Sonntag wünsche ich allen. Und bleibt anständig. Kommt gut nach Hause. Ihr seid eh schon zu Hause. Also von daher bleibt gut zu Hause. Ich sag jetzt einfach Adios, oder? Ja, adios. Ja. Ja. Ciao, macht's gut. Cool house. Oh, hey.
ansonsten haben wir natürlich auch wie immer eine klassisch hochkarätig besetzte Runde. Da fehlen mir kurz die Worte. Oh, Carlos, das erste All-In in der ersten Hand. Das ist ja zwei. Oh. Boah, hast du aber ganz schön verdammt. Scheiße, gut, dass ich raus bin. Okay. Und den richtigen Schlüssel. Oh. Das ist wunderbar. So, ob du einen Weizen hast, hat er gefragt. Nein, ich habe das bestellt. Er hat 10 Weizen. 10. So, Test. Hallo. Eine kann ich sehen. Eine 4. Schöne 4. Und die obere. Die kommt vielleicht in den Outtakes, aber nur vielleicht. Ah ja, Philipp, du bist auch noch ein bisschen um reinzukommen. Nee! Ah! Ah, nee! Carlos, Waffeln war eine super Idee. Krümelmonster. Hallo. Das Krümelmonster ist da. Kurz abgebissen. Was bietest du auch an? Wieso machst du da links drauf?